Stream. Läuft. Aufnahme? Läuft auch. Moment, der Chat. Ich komme in den Chat rein. Moment. Okay. Tee oder Kaffee? Ich habe hier nur ein Wasser mit einem Schuss Zitronensaft. Ich habe hier ein Wasser mit Assam-Tee drin. Ja, hoffentlich heiß gemacht, sonst ist es ein bisschen ist heiß, witzlos. Kein Kaffee. Und ich habe gehört, die NASA hat wieder Leben gefunden? Nein. Doch! Ah. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Countdown Podcast, Folge 48. Ich begrüße bei mir Frank Wunderlich-Pfeiffer. Hallo Frank. Hallo Christopher. Wir haben jetzt ein bisschen länger Pause gemacht. Die Leute, die das jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Archiv nachhören, die werden das wahrscheinlich nicht mitbekommen haben. Aber es war ja die so... Die werden auch im Archiv zwischen dieser Ausgabe und der letzten Ausgabe irgendwie ein, zwei Interviews finden. Ja, mindestens eins. Nein, nur, ja, schauen wir mal. Aber dazwischen war ja das Hasenfest und obwohl wir beide nicht so an den Hasen glauben, haben uns dazu entschieden. Wieso, du glaubst nicht, dass die Chinesen auf dem Mond waren? Doch, aber halt nicht in Persona, sondern, stimmt, okay. Ja, der Hase, genau, da kommt's her. Ja, bei den Chinesen ist es ja auch so, dass dass das Gesicht im Mond kein Gesicht ist, sondern ein Hase. Das weiß ich aber auch, also das habe ich mal in der Sendung mit der Maus gelernt, dass es einen Hasen im Mond gibt. Jo, ich nicht. Also, müssen wir noch raussuchen. Wenn ich es finde, tue ich es in die Shownotes. Ja, aber wir haben Feedback bekommen zu unserer letzten Folge. Das haben wir. Zum einen eine, sagen wir mal, Blatt, beziehungsweise nennt man das eine Audiokritik, da wir doch in der letzten Folge ziemlich abgeschwoffen sind und ja, es auch öfters Leerlauf gab. Das ist zweifellos der Fall gewesen. Das war kein absolutes Glanzstück. Genau. Insofern ist die Kritik natürlich absolut, also an sich natürlich auch so gerechtfertigt gewesen. Ja. Also wir nehmen uns das immer sehr zu Herzen, wenn ihr da auch, sagen wir mal, inhaltliche Kritik an dem Produkt hier äußert. Genau, der Kommentator oder Produkt, die Kommentatoren. Na komm, hey, also in Anbetracht dessen, dass wir es nicht verkaufen, ist kein Produkt. Ja, sagen wir mal, wir produzieren ja was. Ein Erzeugnis. Ja. Also der oder die Kommentatorin heißt Eike. Und Eike, ich weiß nicht, ist das ein Männername, ein Frauenname? Ist auch egal. Männername nach allem, was ich weiß. Ja, gut. Ja, meint er, dass er viel Deutschlandfunk hört und natürlich da andere Hörgewohnheiten von hat. Und du hast ja schon darauf geantwortet und erzählt, ja, dass das dann Deutschlandfunk auch dann deswegen mehr Geld kostet. Und wir haben auch sofort wieder vom Armin quasi das Kommentar in die andere Richtung bekommen, der meinte, ja, wir sollen genauso bleiben, wie wir sind und wir sollten uns hüten, so wie zu klingen wie der Deutschlandfunk. Und ich glaube, das werden wir auch nie. Ja, das wird sehr schwierig sein, das hinzubekommen. Halt, wie gesagt, alleine schon aufgrund der Umstände. Und wie genau die Umstände sind, das könnt ihr euch dann am Ende dieser Ausgabe anhören. Denn wir haben uns mit dem Karl Urban, der hier schon mal war, zusammengesetzt und mal drüber gesprochen, wie das so im Radio ist. Also mit Mikrofon darüber gesprochen. Denn der macht ja gerne mal Sendungen für das Deutschlandradio. Ja. Und ja, dann könnt ihr euch mal anhören, was für Aufwand bei denen dahinter steckt. Und das ist kein Scherz, dass das 20 Minuten, dass man da durchaus so 750 Euro, ich glaube, Minimum im Vertrag bekommt. 20 Minuten Podcast, wie wir das machen, ist halt kein großer Aufwand. Ja. Ich plaudere da auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie bei uns so die Prä- und Postproduktion abläuft. Also wer sich das anhören will, der bleibt dann einfach am Ende der Sendung dran. Wen das nicht interessiert, wer hier nur für die Raumfahrt ist, der schaltet einfach aus. Danach kommt auch nichts mehr Relevantes. Also für alle, sagen wir haben es dann, glaube ich, absprungfreundlich genannt. Eine absprungfreundliche Sendung. Also wenn einen das Outro nicht interessiert, einfach ausmachen. Keine Sorge, wir erzählen nicht mehr danach geheime Pläne der NASA oder sowas.
Es geht noch um technische, also produktionstechnische Sachen. Das war das eine Kommentar, was wir bekommen haben. Also wie gesagt, scheut euch nicht, Kritik an der Sendung zu äußern. Wir versuchen die uns so gut wie geht zu Herzen zu nehmen. Natürlich können wir auch nicht alles sofort oder überhaupt umsetzen, aber wir werden jedes Kommentar, soweit es vernünftig gehalten ist, ernst nehmen. Ja, und liebe Eike, bitte fühl dich jetzt nicht auf den Schlips getreten. Die Antwort ist jetzt ein klein wenig Overkill. Ja, ist ja auch für uns interessant. Ich meine, der Karl ist ja auch irgendwie so ein Freund der Sendung, also ganz nett mit ihm zu podcasten. Hat mich noch der Ed Oschny oder Ingo auf Twitter angeschrieben. Er hätte gerade Raumzeit Folge 66 gehört und da ging es um ich glaube Laserkommunikation, sowas. Ich glaube, es ist gerade die aktuellste Raumzeit. Hm? Und kann sein, keine Ahnung, verfolge ich leider nicht genug Zeit. Ja, und er meinte, wir hätten vielleicht, also er war sich nicht mehr ganz sicher, mal was über Mars-Erde-Kommunikation im Podcast gehabt, also genau in Bezug Laser-Kommunikation. Und da war ich mir nicht ganz so sicher, was er da meinte, mir fiel da auch nichts Konkretes ein. Wir hatten mal darüber gesprochen, über die Idee eines interplanetaren Internets. Also da gibt es verschiedene Konzepte, wie man das dann gestaltet, wenn es da wirklich größere Kolonien auf verteilten Planeten gibt, wie man dann ein Computernetzwerk aufbaut, was ja dann mit sehr hoher Latenz arbeiten muss. Ja. Und ich habe mal so ganz quick and dirty gegoogelt und es gab auf dem Lunar, sagen wir jetzt kurz, wie heißt der? Also ich kann mich erinnern, dass bei Smart One damals auch irgendwie so ein optischer Empfänger dabei war. Okay. Also der Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer, LADY, jetzt verstehe ich erst das Akronym, das hatte einen Lunar Laser Communication Demonstration Pulsed Laser dabei, der halt dieses Laserkommunikation zwischen Mond und Erde ausprobieren sollte. Und ein ähnliches Experiment ist für 2020 für den Phobos and Deimos and Mars Environment Orbiter, kurz PADMA, geplant. Also es gibt Ideen zur Laserkommunikation zwischen Erde und Mars. Das Problem mit Laserkommunikation ist halt, du hast nicht unbedingt das Signal-Rausch-Verhältnis hängt halt immer davon ab, was für einen Hintergrund du hast. Also ich meine jetzt wirklich so im Bild-Hintergrund, ne? Wenn dein Satellit vor der Schwärze des Weltalls irgendwo ist und dann mit seiner Laserfunzel Richtung Erde funzelt, dann kann man das ganz gut rauspicken und kriegt ziemlich gute Bandbreiten hin. Wenn der aber gerade zum Beispiel vor dem Mond ist, und der Mond ist ja doch durchaus hell, dann sinkt das Signal-Rausch-Verhältnis, ne? Dann muss der Laser nicht nur den Detektor irgendwie anregen, sondern er muss den Detektor besser anregen als der Hintergrund vom Mond, der durchaus beleuchtet ist, das tun würde. Mhm. Wenn man das Ganze mit Radio macht, hat man natürlich den großen Vorteil, dass aus dem Weltall im Wesentlichen nirgendwo hier ernsthafte Radiowellen kommen und beziehungsweise wenn dann von überall her und du hast dann ein gewisses Hintergrundrauschen, aber das ist halt irgendwo begrenzt und überall gleich. Und das ist halt ein ernsthaftes Problem. Sobald du dann in der Nähe von irgendwas bist, das relativ hell ist, hast du eine begrenzte Bandbreite. Aber ich muss sagen, ich habe mich noch nie so tief damit beschäftigt, dass ich jetzt genau das Potenzial von Laserkommunikation im Vergleich zu Radiokommunikation beurteilen könnte. Mhm. Ich erinnere mich auch noch gerade daran, dass es auf diesem Kongress, also 33C3 und 32C3, jeweils einen Vortrag über Laser generell, Laser im Weltraum ging. Also ich glaube einmal Laser auf Satelliten und dann glaube ich jetzt Laser, Asteroiden, irgendwas, also glaube Asteroidenbergbau, sowas. Ich glaube, das hieß Laser in the Sky with Satellites oder so, oder Asteroids. Ich werde das auch nochmal raussuchen für die Shownotes. Also da gab es auch zwei Vorträge, die man sich anschauen kann. Ich habe den, ich glaube vom gleichen Vortragenden, der hat sich leider nie auf Interviewanfragen geäußert, sonst hätten wir dann am Kongress auch gesprochen. Aber die Vorträge kann man sich ja nichtsdestotrotz anschauen. Ja,
Es ist ja zurzeit sowieso irgendwie ein gewisses Fieber bei Asteroidenbergbau ausgebrochen. Ja, da sollten die Hörer schon wissen, was wir davon halten. Ja, also sonderlich begeistert bin ich davon nicht, ganz im Gegenteil. Auch wenn irgendwie Goldman Sachs sagt, das lohnt sich, glaube ich halt immer noch nicht. Wie nannte es Alan Greenspan so schön, Irrational Exuberance? Das kann ich hier durchaus sehen. Ich kann das insgesamt auch in der ganzen Raumfahrtbranche in letzter Zeit sehen. Und ja, es ist doch immer wieder etwas merkwürdig, was da gerade abläuft. Ein bisschen Rationales gibt es natürlich auch zu vermelden. Ich habe es heute nicht in den, ich habe es in den Shownotes noch nicht drin, aber der Kern von, also der zentrale Kern von der Falcon Heavy ist angekommen. Mhm. Endlich. Zu viel hat man davon noch nicht gesehen. Das Ding steht jetzt halt da und wird demnächst irgendwann getestet. Okay. Ja. Ja. Also es gibt so ein paar Dinge. Und nicht zu vergessen, ja, okay, nee, das kommt dann noch, der ganze Rest. Ja. So. Gut, dann sind wir mit dem Feedback durch und fangen wir mit den Themen an. Ich habe gedacht, wir den großen Klopper, den schaffen wir uns gleich am Anfang aus dem Weg. Nämlich die Meldung, dass Cassini molekularen Wasserstoff in den Enceladus-Wolken gefunden hat. Und dass das darauf hindeuten könnte, dass es, und da kommt auch der Kotschke-Kehr, Leben in den unterirdischen Ozeanen von Enceladus geben könnte. Was ja erst 50.000 Mal diskutiert wurde. Genau. Also das ist ein Paper, was von Forschern des Southwest Research Institutes veröffentlicht wurde. Ist ja eine der bekannten Unis, die sich mit solchen Weltraumthemen, ich weiß ganz genau, Weltraumthemen beschäftigen, also wahrscheinlich auch Cassini dann leiten. Und genau, wurde am Freitag in im Science Magazine veröffentlicht und geht auf Proben zurück, die Cassini 2015, im Oktober 2015 genommen hat. Da ist die Sonde ganz tief über Enceladus hinweggeflogen. Ich glaube, da hatten wir auch dann Fotos im Podcast drin, soweit ich weiß. Da haben wir schon gesendet. Und genau, da ist Cassini einmal durch so eine große Gaswolke durchgeflogen und hat dann mit dem an Bord befindlichen Massenspektrometer die Gaszusammensetzung dieser Wolke untersucht. Und Cassini. Ja, ich kann mich daran zu gut erinnern, als dass wir da nicht drüber gesprochen hätten. Ja, genau. Wer jetzt nicht weiß genau, was Enceladus ist, wer oder was Enceladus ist. Enceladus ist ein Mond vom Saturn und das hellste Objekt im Sonnensystem nach der Sonne selber, weil es halt komplett vom Albedo her komplett, es ist komplett in Eis eingehüllt, es ist ein Eismond, Star Wars Fans können das mit Hoth vergleichen, dieser Eismond, der hat große Geysire, vor allem im Norden des Mondes, und die stoßen Gase aus dem Innern des Planeten heraus und da kann man dann Untersuchungen anstellen. Und das Paper ist auch, soweit ich sehen kann, Open Access, also ich kann es hier mehr oder weniger komplett lesen, aber es ist auf jeden Fall ein lang genuger Text, als dass es ein komplettes Paper sein könnte. Ich habe mir jetzt auch mal hier Spektrum der Wissenschaft Artikel durchgelesen, wo es natürlich, also geht natürlich darum, okay, das ist jetzt nicht der endgültige Beweis, dass es überhaupt Leben geben kann. Es könnte sogar auch der Beweis sein, dass es kein Leben in Enceladus gibt, dass es halt, dass die Zusammensetzung darauf hindeutet, dass dort kein Wechselspiel mit Organismen stattfindet. Aber man weiß auf jeden Fall, dass es Ozeane unter dieser Eisschicht von Enceladus gibt und dass die auch recht warm sind. Also der Mond ist doch ein bisschen kälter im Inneren als die Erde selber. Aber auf jeden Fall könnte das ein Ort sein, wo sich Leben entwickeln könnte oder vielleicht mal Leben entwickelt hat oder vielleicht auch nicht. Und das ist, glaube ich, so der Fazit. Es gibt dort Leben oder es gibt auch kein Leben. Also das ist das, was man davon wegnehmen kann. Das große Problem ist natürlich, dass die ganze Raumfahrtforschung viel zu sehr darauf auf Leben von irgendwo fixiert ist, weil
Die Frage ist, wie lange wird das noch funktionieren? Ich glaube, so schnell wird denen da die Idee nicht ausgeben. Ich weiß nicht, es wird halt doch ein bisschen lächerlich mit der Zeit, ne? Ah, hier, wir haben hier Leben entdeckt und wir haben da Leben entdeckt oder da könnte Leben sein und so weiter und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das weggehen wird. Das ist halt die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Ja, das wird nicht weggehen, aber es wird für meinen Geschmack zu hoch angehängt. Weißt du, was ich meine? Zu hoch aufgehängt. Ja. Genau, ich habe das jetzt nochmal kurz nachgelesen. Also der Autor des Spektrum des Wissenschaftsartikels ist Robert Gast. Kenne ich jetzt nicht. Kennst du den? Nö. Ja, ist Physiker und Redakteur auf jeden Fall. Also kein Gastautor. Und der meint, dass also diese hohen Mengen an Wasserstoff in Enceladus könnten auch darauf hindeuten, dass es eben kein Leben gibt. Also weil halt so viel Wasserstoff noch vorhanden ist. Ja, also ich fragte mich sowieso, warum soll molekulare Wasserstoff auf Leben hindeuten? Aber irgendwie wird ja alles so hingebogen, dass es dann auf Leben hindeutet. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, ich habe mir das nicht durchgelesen, weil ich hatte mir gesagt, hey, mach du mal, dann habe ich weniger Arbeit. Ja, ja. Ich werde es wohl doch mal durchlesen. Allein schon, damit ich irgendwie die Argumentation dahinter verstehe. Aber ich verstehe nicht ganz, wie das auf Leben hindeuten soll. Also wenn es wenigstens organische Moleküle gewesen wären, dann hätte ich das verstanden. Aber wenn es reiner Wasserstoff ist, also kein Kohlenwasserstoff, sehr merkwürdig. Also, ich meine, ich hätte es verstanden, wenn die jetzt gesagt hätten, ja, wir haben hier Alkohol gefunden oder wir haben hier Aminosäuren gefunden oder wenigstens Ammoniak oder sowas, obwohl man das mit Sicherheit gesehen hat. Ammoniak sieht man ja auch in der Atmosphäre vom Saturn, glaube ich. Mindestens vom Jupiter, beim Saturn bin ich mir gerade nicht sicher. Aber wie man jetzt ausgerechnet von molekularem Wasserstoff da drauf kommen will, verstehe ich nicht. Naja, die Argumentation ist, dass es ja sogenannte Lithotrophen gibt, die ja auch in den tiefsten Stellen unseres Ozeans oder unserer Ozeane vorkommen. Ah, okay. Und die können ja, wie steht es hier, genau, nutzen also Wasserstoff für den Stoffwechsel. Also die Tatsache, dass bei irgendwelchen biologischen Vorgängen Wasserstoff entstehen kann, nimmt man dann als Anlass zu sagen, hier ist vielleicht Leben. Nee, umgekehrt. Die benutzen H2 mit Kohlenstoffdioxid und machen daraus Methan. Ach so, umgekehrt. Ja, ja, aber ist halt das Gleiche. Ich meine, dann kann man auch sagen, ja, auf dem Mars gibt es CO2 und aus CO2 kann man durch Photosynthese dann irgendwie Leben haben und das CO2 deutet auf Leben hin, ich weiß nicht. Naja, es ist ja, sie sagen ja auch nicht, das ist der Beweis dafür, sondern ein Indiz. Ja, ich finde die Argumentation irgendwie etwas merkwürdig. Das Ergebnis ist ein wichtiger Fortschritt bei der Beurteilung der Lebensfreundlichkeit von Enceladus, sagt hier so ein Geochemiker. Kann man nicht einfach mal sagen, okay, wir haben hier festgestellt, da ist Wasserstoff. Irgendwie bin ich da, irgendwie bevor man hier anfängt, da irgendwie Schlüsse draus zu ziehen oder so, einfach aber nur sagen, okay, da ist Wasserstoff. Es geht doch eigentlich darum, dass man wahrscheinlich irgendwo wieder Geld gebraucht hat und man halt irgendwie Drittmittel wieder einsammeln musste. Und ja, ich meine, jetzt mehr denn je. Ich glaube, Trump hat das schon beeindruckt. Es unterminiert aber langfristig die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft, wenn irgendwie alle Ergebnisse irgendwie dahin gebogen werden, wie man es gerade braucht. Die Frage ist halt, wer biegt was? Also sind das jetzt die Wissenschaftler? Ist das die Presse? Sind wir wieder bei unserer alten Diskussion. Ich glaube, das ist jedes Mal, wenn irgend so eine Meldung kommt. Ja, aber es ist halt, ich weiß nicht, also es ist eigentlich die Aufgabe der Wissenschaft, wenn solche Daten gemacht werden, einfach bloß zu sagen, hier, das sind die Daten und fertig. Alles andere ist einfach so weit hergeholte Spekulation,
Also gerade in dem Fall ist es halt wirklich komplette Spekulation und ich finde das irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ja, aber ich glaube, es geht auch darum, so ein bisschen das spannend zu machen. Also wenn ich eins ja, aus irgendwie, keine Ahnung, beim anderen Podcast, den ich mache, die Becky, die macht jetzt ja mehr oder weniger unsere Social-Media-Arbeit. Wenn ich eins da gelernt habe, ist, dass es oft nicht nur reicht, einfach zu sagen, das ist das und dann gibt es dort, sondern man muss das auch irgendwie spannend aufbereiten. Ja, ich meine, ich kann das ja verstehen, aber das, ich sehe halt auch, dass das negative Konsequenzen hat. Ja, durchaus. Deswegen halt, muss man das sehr kritisch beäugen. Also das ist für mich, ich weiß nicht, also ich finde das so auf Dauer, dadurch, dass es jetzt halt schon seit Jahrzehnten so geht, beäuge ich das doch sehr kritisch irgendwie mit der Zeit. Das wird... Ja, ich weiß aber, nicht, das hat, Frank, du musst das überlegen, wird langfristig irgendwie. Das sind die Meldungen, die in die Tagesschau kommen. Ja, das macht es ja eher noch schlimmer. Ne? Weil die Öffentlichkeit kriegt dann halt immer bloß mit, ja, hier Leben gefunden, da Leben gefunden und am Ende sagen sie dann, ja, was soll der Scheiß? Und ich kann es denen noch nicht mal verübeln. Ja. Das ist so. Also ich fand es auf jeden Fall spannend und Cassini ist ja 2017 nochmal besonders wichtig. Ich glaube, macht jetzt demnächst oder ist schon dabei das letzte große Manöver. Vier Monate. Hat, glaube ich. Was? Hat schon? So wie ich es verstanden habe, hat schon. Genau. Also und jetzt verbringt die Sonne 4 Monate unter der Ringebene von Saturn, bevor es dann sich in die Abgründe des Gasriesen stürzt und in die ewigen Satellitengründe eingeht, fachgerecht entsorgt wird. Jo. Und dann ist auch schon vorbei mit Cassini. Was heißt hier schon? Also Cassini ist ja jetzt seit einer halben Ewigkeit unterwegs. Wann war das? 2005 oder so? Wann ist denn die angekommen? 2004? 2005? Was in der Größenordnung, ne? Ja, kann sein. Also es sind über 10 Jahre. Ja. Also es ist schon nicht übel. Ja, aber ich denke mal, die nächste Zeit, die nächsten 10, 15, 20 Jahre wird es keine Saturn-Mission oder keine Saturn-Sonde mehr geben. Ja, weil man da ja auch mit Solarzellen nicht hinkommt. Irgendwie Nuklearbatterien, also Radioisotopenbatterien, sind die Europäer nicht sehr scharf drauf. Von den Japanern hört man in die Richtung auch sehr wenig. Die Amerikaner wollen gerade die Produktion wieder anlaufen lassen, aber ich habe noch nichts von Saturn-Sonden gehört. Und die Russen, die haben nicht mal mehr genug Geld, um 3 Astronauten auf die Sojus zu bringen. Also, Ja, schon ein bisschen schade. So, nimmst du die einfach mal vor, wenn ich das jetzt schon mal versehentlich angesprochen habe. Genau, ja, wo du es gerade angesprochen hast, apropos 3 ist ja kein Problem. Also ich glaube, mit der Enceladus-Geschichte sind wir uns auch schon durch. Aber andere Geschichte, letzte Woche ist eine neue Besatzung auf die ISS geflogen und das Besondere daran ist, dass die Soyuz-Rakete nicht voll besetzt war, sondern nur 2 Astronauten, einen russischen und einen amerikanischen Astronauten an Bord hatte und der dritte Sitz war sozusagen leer. Und so wie was, ich das jetzt von dir ungewöhnlich ist es. Was? Denn was ungewöhnlich ist, denn die Soyuz war ja eigentlich von Anfang an für 3 Astronauten ausgelegt. Und das letzte Mal, dass die nur mit 2 geflogen ist, war mehr oder weniger eine Notmaßnahme, weil der Flug Soyuz 11 ist ja damals schief gegangen, als 3 Astronauten drin waren und einfach erstickt waren, weil sie keinen Druckanzug an hatten, weil einfach nicht genug Platz war. Und dann hat man erstmal gesagt, okay, wir können nur 2 Astronauten in die Kapsel reinbringen, weil ansonsten passen die zusammen mit dem Druckanzug nicht rein. Und dann hat man irgendwann die neue Druckanzüge entwickelt. Ich glaube, die Kapsel auch etwas vergrößert und dann passen wieder 3 rein. Und seitdem sind die eigentlich immer mit 3 geflogen und jetzt sind es nur noch 2. Ja. Genau. Aber dafür, ich weiß nicht, ob es deswegen, aber auf jeden Fall hat die Soyuz das erste Mal einen Eigennamen bekommen. Also normalerweise heißen die irgendwie, keine Ahnung, MS-014, also dann irgendwie das Soyuz-Modell und die fortlaufende Nummer. Ich glaube, es haben sie jetzt gerade wieder bei 1 angefangen, weil es halt ein neues Soyuz-Modell eingeführt wurde. MS, glaube ich.
Ah, das kann sein. Aber diese Sojus-Raumkapsel hatte jetzt einen Eigennamen bekommen, nämlich Argo. Wer sich ein bisschen in der griechischen Mythologie auskennt, weiß, woher der Name kommt. Nee, von der Argonautensage, in der, Gott, wie hieß der Captain der Argonauten? War das Jason? Jason und die Argonauten? Genau, Jason, der ja loszog, um das goldene Vlies zu rauben. Genau. Und waren halt ganz viele auch griechische Helden dabei, die danach schon bei Homer vorkommen. Also Odysseus, glaube ich, war auch ein Teil der Argonauten. Und ja, das ist so einer der Sagen, die auch ganz viel referenziert wird in andere Sagen, auch so ein bisschen was zu verorten. Und ist natürlich auch so der Ursprung Kosmonauten, Astronauten, das kommt halt alles von diesen Argonauten. Also das waren sozusagen die ersten Nauten. Okay, ja, ne, nautisch halt, ne? Genau. Irgendwie Schiffsfahrer halt. Genau. Und ja, fand ich ganz interessant. Also nur eine kurze Sache, aber wollte ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Und ja, vielleicht finden sie auch auf der ISS ein goldenes Vlies. Wenigstens irgendein Vlies, weil ich glaube, es wird schon ganz schön kalt dort. Naja, also ein goldenes Vlies wäre ganz gut, dann könnten sie nämlich die nächsten Flüge besser bezahlen. Genau, sie brauchen ein goldenes Vlies für Plätze. Hatten die Amerikaner oder hatte niemand anderes gerade einen Astronauten rumstehen, den sie einladen hätten können? Oder ja, ist der Dritte also ausgefallen? Ich habe da nicht recherchiert. Ich finde das sehr merkwürdig. Also, dass man jetzt plötzlich nur noch zwei hat, weil normalerweise bezahlen die ja keine Ahnung. Ja, seltsam. Auf der anderen Seite. Auch kein Tourist oder so. Ja, naja, gut. Die Zeiten, zu denen ein Sitz irgendwie für 20 Millionen Dollar verkauft wurde, sind ja nun auch schon länger vorbei. Und wenn die Russen die Illusion aufrechterhalten wollen, dass so ein Sitz jetzt halt irgendwie 60 oder 80 Millionen kostet. Gott. Und nicht 20, dann können sie halt nicht zwischendurch irgendwie einen Touristen nehmen, der nur 20 Millionen bezahlt. Obwohl oder so. Ich auch neulich gelesen habe, dass jetzt 4 Verträge für Touristen unterschrieben wurden. Naja, die Zeiten sind nicht sehr rosig für Russland, für die Finanzierung insgesamt. Ja. Ja, das ist. Ja, es wird sich wahrscheinlich auf das ganze Programm irgendwie niederschlagen und die Ölpreise bleiben ja bei irgendwas um die 50 Dollar und ja, Russland hat halt sehr viel profitiert von den sehr hohen Ölpreisen und ich habe irgendwas falsch gemacht mit meiner ISO-Kanne. Ja, man hat's gehört. Tja. Apropos falsch gemacht, ich habe hier noch eine Meldung, die ist von dir auf Tuchfühlung mit einer Rakete und da gibt es ein Video zu, verlinke ich mal, muss man sich auf jeden Fall anschauen, aber erzähl mal, was man dort sieht. Was man dort sieht, ist der Start einer Langmarsch-3-Rakete, ich glaube in Sichuan, es gibt einen Weltraumbahnhof in Sichuan. Und ja, dramatische Schluchten und so weiter. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Weltraumbahnhof. Dummerweise natürlich im Inland. Ja. wenn die Falcon 9 dort starten würde, wäre das wohl besser. So aus Trümmersicht und so. Ja, und da gab es dann wohl einen Chinesen, der recht mutig war und hat sich dort in der Nähe in die Büsche geschlagen mit einer Kamera und den Start aufgenommen. Und halt nicht so von JWD ganz weit weg, wie man das irgendwie von Cape Canaveral oder Französisch-Guyana kennt, sondern von richtig nah dran. Ich weiß nicht, wie viel 100 Meter das waren, aber das war garantiert kein Kilometer. Ja, das könnte man schon irgendwie ausrechnen. Man weiß ja, wie groß die Rakete ist und wie groß sie im Bild ist und dann müsste man noch wissen, was für einen Abbildungswinkel die Kamera gerade hatte.
das ist schwierig zu bestimmen. Aber man weiß auf jeden Fall, dass er sehr, sehr nah dran näher. Obwohl, man müsste es sehr nah dran ist. Der Fallgeschwindigkeit irgendwie ausrechnen. Genau, weil der Knall folgt mehr oder weniger instantan zur Zündung, was man fast schon gar nicht mehr gewohnt ist, wenn man Bilder von oder Videos von Raketenstart sieht. Weil normalerweise sind natürlich alle Kameras und Mikrofone in sicherer Entfernung und dann startet die Rakete und dann nach ein paar Sekunden oder ja fast eine Minute gibt es dann den Knall. Ja. Und hier ist halt wirklich Zündung und Knall gleichzeitig und was dann darauf hindeutet, dass man schon wirklich sehr nah dran war. Und es sieht auch nicht so wirklich legal aus. Ja, aber schönes Video, trotz allem. Ja. Muss man sagen. Ja, und sieht halt wirklich aus, also dieser Sichuan-Raumbahnhof ist ja mitten im Wald, sieht halt so ein bisschen nach James Bond aus, so wenn der Böse dann irgendwie die Raketen in seiner geheimen Basis startet. Also ich gehe davon aus, dass das in Sichuan ist, die anderen sind glaube ich alle in der Wüste, Xichang. Genau, es ist Xichang Satellite Center. Da fliegen auch die Bemannten weg. Okay. Ah, das sieht sehr danach aus. Ich weiß nicht, ob es noch ein paar andere gibt, die auch so aussehen. Ich fand's einfach toll, das Video. Ja. Was die Chinesen auch gestartet haben, war ja der erste Shenzhou. Hießen die jetzt Shenzhou oder nicht? Warte mal. Also, Himmelsschiff 1, Tianzhou I, hat an den Himmelspalast Tiangong 2 angedockt. Der erste richtige Weltraumfrachter von China. Und das ist ein ordentliches Ding. Also wesentlich größer als das, was man so gewohnt ist aus den USA. Das Ding wiegt mal eben so 13,5 Tonnen. Ist damit etwas kleiner als das ATV, das ja mit der Ariane 5 Rakete gestartet wurde und nicht mehr fliegt. 5 Stück sind ja geflogen. Mhm. Reichlich 6 Tonnen Fracht. Ich glaube 6,5. Und ist halt jetzt der Anfang, halt ein wichtiger Teil des Anfangs des chinesischen Raumfahrtprogramms. Ganz kurz, wie viel wiegt der nochmal? 13,5. Und hat 6 Tonnen Fracht. Knapp 13. Ja, also zum Vergleich, dass der Cygnus-Raumfrachter, also so ein Ding, was halt öfters fliegt, das hat 2 Tonnen Fracht und wiegt ohne Nutzlast 1,5 Tonnen. Na, ich glaube, die größeren, also es gibt vom Cygnus-Transporter mehrere Varianten. Genau, ich glaube 3,5 Tonnen auf der Atlas 5401. Genau. Jetzt gibt es gerade irgendwie die Diskussion, ich habe noch. Aber immer noch weniger als Ergebnis, der Tianzhou. Ja, aber ich habe das Ergebnis der Diskussion nicht gesehen. Es wird nämlich diskutiert, ob die Zyklusfrachter weiterhin mit der Atlas fliegen sollen oder halt demnächst wieder mit der Antares-Rakete. Die Antares ist ja wieder neu aufgelegt worden, ist ja auch einmal geflogen. Aber irgendwie, man hört davon sehr wenig in letzter Zeit. Und es gibt halt diese Diskussion, ob die jetzt weiter mit der Atlas fliegen soll oder doch lieber mit der Antares. Die ULA verlangt ja auch, wie wir wissen, jetzt weniger Geld für die Atlas 5. Lass mich mal kurz gucken, ob sich die Preise inzwischen geändert haben. Ich hatte da nämlich auch irgendwas gehört. Nee, die sind immer noch bei 109 Millionen. Also das war ein Fehlalarm, was die da gesagt hatten. Angeblich soll es billiger gewesen sein. Aber ich meine, mit 109 Millionen Dollar, ich glaube, viel billiger kriegen die Jungs wie heißen sie gleich? ATK. Orbital ATK. Kriegen die das wahrscheinlich auch nicht hin, weil so selten wie die Antares-Rakete startet, werden die wahrscheinlich jede Menge Overhead haben und die Stückkosten werden entsprechend hoch sein. Und der Tianzhong, wie heißt der Tianzhong? Tianzhou. Tianzhou.
Kann auch vollautomatisch andocken, was ja Zypnos auch nicht kann. Muss ja noch mit dem Kanadarm eingefangen werden. Ja, und gestartet wird das Ding mit der Langmarsch 7-Rakete, was so die mittelgroße Variante ist. Und sowas um die 13 Tonnen starten kann. Also ungefähr genauso viel wie die Falcon 9-Rakete, wenn sie halt die erste Stufe wieder landen soll. Was so, ja, also halt eine mittelgroße Rakete halt. Und die ist mehr oder weniger dafür gebaut worden. Mhm. Man wird sehen, wann mal wieder aus China ein neues bemanntes Raumschiff kommt. Ich glaube, da kommt dann demnächst irgendeins. Aber das hier ist ein komplett auf Fracht optimiertes Ding. Das verglüht dann auch in der Erdatmosphäre. Auf wie viele Jahre ist die Raumstation ausgelegt im Orbit? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich hatte hier verschiedene Angaben irgendwie gelesen. Weil eigentlich soll es ja ein Tiangong 3, also die eigentliche Raumstation heißt dann Tiangong 3, aber ich weiß nicht, ob die aus der Tiangong 2 aufgebaut werden soll. Also, dass man praktisch das Modul nimmt und dann ringsrum halt noch ein paar mehr Module packt. Oder ob man halt dann komplett neues Modul hochschickt. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, aber ich glaube, das ist spannend, dass die da jetzt wirklich eine langfristige Raumstation da im Weltraum haben. Ja, aber das ist ein altes Thema. Also ich meine, die ganzen Techniken müssen irgendwie getestet werden. Und die Russen hatten es ja nicht anders gemacht damals, als sie die Sajut-Station hatten. Da haben sie ja dann auch irgendwann angefangen, die ersten Progress-Transporter dahin zu bringen. Ja, wann war Tiangong 1? Oh, vor 5 Jahren? Ja. Und zu überlegen, das war dann vor 5 Jahren die erste neue. Nee, kann das sein? Warte, nee, da hatten wir doch, wir hatten doch im Blödsinn, kann nicht sein. Wir hatten doch. Nee, doch, ja, 2011. Ja, okay. Sorry. Weil, das war ja dann die erste Raumstation die erste neue Raumstation seit der ISS. Genau, ja. Also richtig lang und weil ansonsten hat ja niemand was gestartet und bemannte Raumfahrt ist ja lange Zeit nicht sonderlich beliebt gewesen. Ja, die Amerikaner hatten ihr Space Shuttle und haben gesagt, wir brauchen hier irgendwie eine Rechtfertigung für das Space Shuttle. Aber das war dann halt die ISS. Und ansonsten hatten sie ein paar einzelne Flüge mit dem Space Shuttle gehabt, um halt noch einfach nur orbitale Forschung durchzuführen. Und ich glaube, war das nicht der letzte Flug von der Columbia, der letzte davon war von der Sorte, oder kam da noch einer? Ich glaube, das Space Shuttle-Programm, nachdem die Columbia abgestürzt ist, wurde ja komplett umgestellt, nur noch die ISS zu Ende zu bauen und fertig, ne? Das weiß ich jetzt nicht genau, aber es klingt vernünftig. Oder ich denke, ja, dass es so gemacht wird. Ja, und irgendwie hatte dann ja auch, ich meine, Europa hat ja kein bemanntes Programm. Es hat auch sonst niemand richtig ein bemanntes Programm, von daher blieben ja bloß noch die Russen. Und die Russen haben gesagt, ja, wir haben die ISS. Ja. Und Indien ist noch dabei. Die wollen jetzt demnächst endlich die GSLV Mark III starten, die dann halt auch irgendwann ein bemanntes Raumschiff starten soll, weil der Prototyp war ja schon dabei beim ersten Testflug. No? Mhm. GSLV Mark III wurde ja einmal testgeflogen vor auch schon 2 Jahren oder so. Das war Ende 2014, ich glaube. Und da war schon der Prototyp von der Wiedereintrittskapsel dabei und wurde auch getestet und Hitzeschild und so weiter, hat alles funktioniert. Und die haben durchaus Ambitionen, halt bemannte Raumfahrt zu betreiben. Und das wollten sie eigentlich schon dieses Jahr machen, aber naja, wie das halt so mit Zeitplänen ist, ne? Ja, und ansonsten gab es halt keinen. Mhm. Und dann hast halt eine Raumstation da oben und mehr halt nicht. Kommen die Chinesen. Ja, ich habe hier gerade einen Wikipedia-Artikel zur Tiangong 2 offen und der behauptet, dass, dass China eine permanente oder langfristige Raumstation 2023 starten will.
Ja, irgend sowas war das. Also wahrscheinlich werden die Tiangong 2 in der Zwischenzeit benutzen und dann 23 dann Tiangong 3 aufbauen oder aufgebaut haben oder irgend sowas. Also es ist irgendwie so ein Bericht der BBC von 2013, aber schon. Ja, tja, wird man sehen. Das große Problem mit China ist natürlich, dass ich kein Chinesisch kann und fast alles da halt auf Chinesisch veröffentlicht wird. Und der Rest ist dann halt so ein spärliches Trickeln, also ein spärliches Tröpfeln an Informationen, die dann halt irgendwie auf Englisch übersetzt wurden. Was immer etwas schade ist. Und den Rest müsste man dann mit Google Translate und so weiter machen, was halt dann alles nur so semi-gut ist. Ja. Ja. Du wolltest was sagen? Apropos Google Translate. Hast du noch was zum Chinesen? Sonst würde ich zum nächsten Thema übergehen. Mach mal. Ich glaube, oder? Warte mal, was kommt? Was werden noch zu sagen? Ah ja, Bigelow, der hat es ja nicht geschafft, rechtzeitig irgendwie seine private Raumstation aufzubauen. Insgesamt private bemannte Raumfahrt sollte ja schon lange irgendwie Ja, da stattfinden. wollte doch zusammen mit Hilton Hotels irgendwie ein Hotel im Orbit bauen. Ich glaube sogar im Mondorbit. Der Typ hat doch selber schon eine Dings. Ja. Also Bigelow hat doch selbst eine Hotelkette. Ja, stimmt. Irgendwie sowas war. Ja, aber ich würde jetzt Weil. gern weiter zu anderen, zur Jo, richtigen mach Raumfahrt mal. gehen. Nämlich Französisch-Guyana. Die begleiten Ja. uns ja schon ein Weilchen und jetzt am Freitag wurde ein Vertrag unterschrieben, dass der Accord Guyane heißt ja. Und soweit ich da, und deswegen komme ich darauf, nämlich ich habe das auch nur mit Google Translate von Francais 24 übersetzt. Und soweit ich das verstanden habe, geht es in diesem Vertrag darum, dass zusätzliche 2,1 Milliarden Euro als ja, so eine Art Hilfspaket freigemacht werden, um halt der Französisch-Guyana voranzubringen. Ich glaube, es wurden davor schon mal 1 Milliarde Euro beschlossen und da war halt die Kritik, dass das nicht reicht und jetzt wurden nochmal 2,1 Milliarden locker gemacht und Für so nebensächliches Zeug wie Bildung und genau. ja, so Zeug. Ja, also irgendwie ganz unwichtige Sachen. Und also die Proteste in Cayenne wurden auch weitestgehend eingestellt, Straßensperren wurden abgebaut und das normale Leben ging wieder voran. Die Ja, Proteste. erstaunlich, was man so erreichen kann 2 Tage vor der Präsidentschaftswahl, Ja, ne? warte mal ab. Die Proteste in Kourou sind nämlich noch nicht vorbei. Ein Kreisverkehr ist also jedenfalls letzter Stand Freitag immer noch besetzt gewesen und das ist genau der Kreisverkehr mit der Straße zum Space Center. Und die wollen noch zur Sicherung eben, dass das Krankenhaus in Kourou nicht privatisiert wird, was ja so ein Stein des Anstoßes war. Ah, okay. Jo, Aber muss auch, man ich habe sehen. auch wieder von 500 Brüdern gelesen, die du ja letztes Mal angesprochen hattest. Die haben sich auch ziemlich zufrieden damit gezeigt. Da haben wir schon gesagt, also wenn die Regierung jetzt nicht spurt, dann beim nächsten Mal geben wir uns nicht mit 2,1 Milliarden Euro zufrieden, sondern dann wollen wir 7 Milliarden Euro. Weiß ich, wo sie auf diese Zahl kommen, vielleicht ist das schon mal was länger im Raum stand. Aber die haben gesagt, also sie werden da weiterhin ein kritisches Auge drauf halten. Ja, der Punkt ist einfach, das Land hat eine sehr stark steigende Bevölkerungszahl und ich sehe gerade nicht so richtig die Bereitschaft und den Ernst von der französischen Regierung, sich damit zu beschäftigen. Ja. Und gleichzeitig haben die natürlich nicht die Mittel, das in irgendeiner Weise selbst zu machen, weil die halt komplett von Frankreich abhängig sind, auch wirtschaftlich. Und außenpolitisch und so weiter und so weiter. Und ja, von daher sind denen ziemlich die Hände gebunden. Ja. Aber ich glaube, so wie ich das verstanden habe, ist auch die ESA zuversichtlich, dass sie demnächst wieder Raketen aus Französisch-Guyana starten können. Also ich denke, dass die Proteste sich jetzt im Laufe der Woche endgültig auflösen werden. Ja, die meinten irgendwie 10 Tage brauchen sie für die Kampagne. Ja. Bis zum Start.
Ja. Space Flight Now hat jetzt noch keine neuen Starttermine gelistet, aber ich denke mal, dass jetzt im Laufe der Woche das auch bekannt gegeben wird. Ja, muss man abwarten, aber wie lange hat das jetzt gedauert? Ein Monat. Ein Monat. Ein Monat nichts. Ja, ja, es war ziemlich genau ein Monat. Schon heftig. Das ist heftig, ja. Vor allen Dingen, weil der Startplan ist ja relativ voll. Ich glaube, die hatten 12 Starts pro Jahr gedacht. Ich meine, das können sie noch schaffen, aber das war doch mal ein sehr deutliches Signal, dass man mit den Leuten nicht alles machen kann, ne? Ja. Und wenn du meintest, kurz vor der Präsidentschaftswahl, ich meine, die wählen ja in 2 Wochen nochmal. Das ist jetzt dann Stichwahl. Ich denke, dass jetzt niemand mehr als 50% kriegen wird, gleich in der ersten Runde. Ja, irgendwie, ich hatte was gesehen, dass irgendwie 3, 4 Kandidaten gleich auf sind, mehr oder weniger. Ja, also es gibt ja irgendwie Le Pen, klar kennt man, Mélenchon, Macron und Fillon. Sind ja so die Hauptcontender. Also von Le Pen mal abgesehen, habe ich von den anderen noch nie was gehört. Ja gut, können wir aber kurz. Aber da merkt man ganz schnell, wie erfolgreich die Rechten mit ihrer Strategie sind. Man du hast keinen Aufwachen-Podcast, das ist das Problem. Da wird das alles feinsäuberlich erklärt. Ah, okay. Also der Macron ist halt so, keine Ahnung, so der konservative Standardkandidat. Der Fillon ist, glaube ich, mehr so rechtsautoritär auch. Und der Mélenchon, der ist halt mehr so, ja, wäre so, in Deutschland wäre er so wahrscheinlich bei der Linken. Okay. Aber das Interessante sind ja alle vier sind ja mehr oder weniger europakritisch. Also es gibt ja keinen Pro-Europa-Kandidaten in dieser Wahl. Tja, dann haben wir es verkackt, ne? Ja, jetzt schauen wir mal, wie das jetzt sich ausspielt. Ja, weil irgendwie, das hat ja Gründe, ne? Und Deutschland ist da nicht unschuldig dran. Ja, Wolfgang Schäuble, der gefährlichste Mann Europas. Ja, also ich hab... Tja... Aber kommen wir wieder zu Weltraumthemen. Also wir versuchen, genau. Ihr merkt ja schon, die Abschweifung in Grenzen zu halten. Ich glaube, Frank, jetzt machst du mal wieder ein Thema, nämlich Weltraumkonferenz, Weltraummüllkonferenz. Ja, gab es jetzt letzte Woche, ne? Bei der ESA in Darmstadt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also erstens, ich war nicht in Darmstadt. Ich habe auch nicht allzu viel davon verfolgt. Es gab jede Menge. Es gibt auch, glaube ich, sehr viel live. Ich habe die letzten... wie heißt unsere Forschungsministerin? Brigitte Zypris. Ja. Genau. Okay, das habe ich mir gespart. Ich habe dann hinterher einen Kommentar gelesen, dass sie meinte, es kann nicht sein, dass irgendwie mehrere tausend Satelliten gestartet werden. Also sie war sehr kritisch gegenüber diesen Konstellationsprogrammen, die ja aller Orten verkündet werden. Genau. Ja, also dass Weltraummüll ein Problem ist, ich glaube, da kann man unterschiedlicher Auffassung sein, zumindest was die Ernsthaftigkeit des Problems angeht. Ganz aktuell ist es nicht so, dass jetzt der Weltraum irgendwie voll von Müll wäre und man dort gar nicht mehr fliegen könnte. So ist es nicht. Das wird auch in den nächsten 10, 20 Jahren nicht passieren. Aber es ist halt ein Problem, das absehbar irgendwann ein ernsthaftes Problem wird. Und von daher, ich weiß nicht, ich fand die Berichterstattung teilweise war es okay, teilweise wieder mal etwas übertrieben, wie es halt immer so ist, ne? Vor allen Dingen, der Witz ist ja, es wird sehr viel darüber berichtet, so als ob niemand etwas dagegen tun würde. Dabei ist die Tatsache, dass es solche Konferenzen gibt und dass es seit Jahren und Jahrzehnten darüber gesprochen wird, eigentlich ein ziemlich deutliches Anzeichen dafür, dass den Leuten absolut bewusst ist. Und das hat man auch ein bisschen an den Nachfragen gemerkt, die in den einzelnen Gesprächen dann, die es dann gab, dass man dann halt gesagt hat, also irgendein Journalist hat die Frage gestellt, ob die privaten Anbieter, ob die sich des Problems bewusst sind. Und man hat so ein bisschen gemerkt dahinter, da kommt wieder die, so die,
Vermutungen bei raus, dass die Unternehmen nur auf Profit irgendwie aus sind und denen der Müll egal ist oder sonst irgendwas. Aber jeder, der sich die Veröffentlichung von SpaceX, die SpaceX muss sich ja bei der FCC registrieren mit den Satelliten, um halt die Erlaubnis zu bekommen. Und schon da drin hat halt SpaceX dargelegt, okay, um Müll kümmern wir uns so und so, und wenn der Satellit wieder eintritt, dann bleiben folgende Teile übrig. Und die haben halt ein komplettes Programm dargelegt, was sie tun werden, um Müll zu vermeiden. Und jeder, der sowas gesehen hat, weiß einfach, okay, die Leute sind sich dessen bewusst und versuchen auch was dagegen zu tun. Man kann jetzt ein bisschen kritisch sein, ob das alles so genau auch funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Aber jetzt irgendwie mit der Einstellung reinzugehen, das ist ein komplett neues Problem, davon hat noch nie jemand was gehört, und es sind nur ein paar ganz wenige, die jetzt darauf aufmerksam machen, ist, glaube ich, die falsche Einstellung irgendwie. Ich weiß nicht. Oder wie ging es dir? Ich habe das nicht so genau verfolgt, aber ich habe nur mitbekommen, dass ich weiß nicht, ob es Tsipras oder Werner selber war, meinten, dass halt diese, ich glaube, es war Werner, der meinte, dass diese 25-Jahr-Regel, also dass alle Satelliten innerhalb von 25 Jahren irgendwie wieder runterkommen müssen, nicht ausreicht. Ich glaube, das war Werner. Was ich ja sehr witzig finde, weil Sentinel 2B ja genau das macht. Ja, also das fand ich auch irgendwie ein sehr merkwürdiges Kommentar, weil 25 Jahre, wieso, reicht doch. Also solange, wie man wirklich sagen kann, okay, in 25 Jahren ist jeder Teil von den Satelliten wieder unten, ist doch alles gut. Ja. Also irgendwie ich verstehe das nicht. Also irgendwie, es gibt so gewisse Teile von der Diskussion, die ich nicht ganz verstanden hatte. Was auch ein Problem ist, es geht ja um aktives Entfernen von Weltraumschrott. Kann ich nachvollziehen, gibt halt ein Problem. Wenn du Weltraumschrott entfernen willst aus dem Orbit, dann fliegst du an einen mit einem Satelliten an einen anderen Satelliten ran, dann dockst du an oder befestigst den und zündest Triebwerke und bringst den in eine andere Umlaufbahn, sodass das Ding halt irgendwie wieder in die Erde eintritt oder halt weg ist, nicht mehr dort, wo es sein soll. Und an der Stelle lohnt es sich, das alte Spiel zu betreiben. Was würden wir sagen, wenn die Chinesen das machen? Und das hat es tatsächlich schon gegeben, dass halt China mit diesen Shijian-Satelliten, also den Versuchssatelliten, halt solche Docking-Manöver gemacht hat. Und da gab es dann Kommentare so aus dem Militär, ja, die üben jetzt schon, wie man Satelliten entführt. Wo ich ja dann, naja, ich mir dann gleich im Kopf vorgestellt hatte, dieses Bild von einem Satelliten, der ein Schild hochhält, seit 60 Tagen Gefangener der RAF. Ja, so ungefähr. Ich meine, völlig unbegründet ist das natürlich nicht. Die Chinesen haben einen Satelliten abgeschossen, ne? 2007. Auch ein großes Thema gewesen, ja, aber natürlich einen eigenen. Für Weltraummüll. Ja, einen eigenen. Aber der Müll ist jetzt für alle da. Ja. Der dabei entstanden ist, die Trümmer. Von daher sind doch einige Leute etwas misstrauisch dem gegenüber. Nun ist es nicht so, dass die Amerikaner nicht auch ihrerseits schon Satelliten abgeschossen hätten. Ich glaube auch mehr als einmal. Sie haben einmal haben sie es getan, das war in einem niedrigen Orbit, und einmal, und sie haben es mindestens ein paar Mal versucht und es nicht geschafft. Davor schon, lange davor. Also es gibt so eine Antisatellitenwaffe, die, ich glaube, mit einer F-15 gestartet werden konnte. Also letzten Endes einfach bloß eine Rakete, die an einer F-15, also F-15 Kampfflugzeug, halt montiert wird, und das beschleunigt dann halt so schnell wie es geht, zieht hoch und klingt das Ding dann aus, sodass es halt mit einem gewissen Anschub und in einer relativ hohen Höhe halt losfliegen kann.
um dann die Höhe zu erreichen, wo dann der entsprechende Satellit ist, braucht er nicht bis in Orbit zu kommen. Von daher sind die Anforderungen an eine Rakete, die einfach bloß einen Satelliten abschießen soll, bei weitem nicht so hoch wie für den Start eines Satelliten. Verdammt, wo war ich, als ich auf dieses Gleis abgeglitten bin? Ja, auf jeden Fall. Dual Use halt. Ja, Dual Use. Großes Problem. Und die ESA hat dann tatsächlich geantwortet, als ich die Frage danach gestellt hatte. Und die meinen, naja, man sagt halt, was man tun will und hofft, dass die anderen glauben. Ja, und da habe ich mir gedacht, ja, frag mal Nordkorea, was sie davon halten. Genau, ne? Also Nordkorea ist das nächste Beispiel. Die haben von Anfang an gesagt, wir starten einen Satelliten und irgendwie wollte es immer noch keiner glauben. Da muss man halt einfach mal drauf hoffen, dass es nur Freunde machen. Ja, genau. Ja. Ja, also langfristig wird man sich irgendwie mal ernsthaft einigen müssen und dann einfach auch mal so viel Vertrauen haben müssen, dass man sich da nicht gegenseitig dabei blockiert, wie man versucht, Schrott aus dem Weltall zu entfernen. Und wird ein interessantes Thema werden. Und ich meine, es ist völlig klar, wenn du diese großen Satellitenkonstellationen dann haben wirst, der wird es natürlich am Anfang Satelliten geben, die einfach bloß dann irgendwann sagen, piep, und das war's. Ja, also du wirst definitiv Schrott produzieren, aber langfristig gesehen, muss ich sagen, bin ich da ziemlich optimistisch, weil wenn es dort Fehlfunktionen gibt, die Dinge werden in Massenproduktion produziert. Im Gegensatz zu praktisch allen anderen Satelliten, die so rumfliegen. Ich meine, was ist so das höchste der Gefühle, ist sowas wie Iridium-Satelliten, von denen es halt irgendwie 80 Stück gibt. 88, glaube ich, wurden produziert. Und mehr halt nicht, also Kleinstserien eigentlich. Und wenn man dann richtig große Satellitenkonstellationen hat, dann werden die Dinge auch einfach zuverlässiger. Weil, ja, also einfach mehr Erfahrung beim Zusammenbau ist. Und langfristig wird man dann feststellen, dass Satelliten dann einfach nicht so oft einfach im Orbit kaputt gehen und außer Kontrolle geraten. Von daher sollte man jetzt nicht davon ausgehen, dass bloß weil jetzt jemand 4000 Satelliten startet und es bisher irgendwie 1000 Satelliten gibt, dass dadurch alleine schon es plötzlich viermal so viel Weltraumschrott gibt. Das werden ganz andere Verhältnisse sein. Dann wiederum ist natürlich so, dass die in Orbits gebracht werden, die für Weltraumschrott ziemlich anfällig sind. Also kommen ja in diese polaren Umlaufbahnen, teilweise sonnensynchrone Umlaufbahnen, in mittelhohe Orbits, soll heißen reichlich 1000 Kilometer. Und bei reichlich 1000 Kilometern ist man halt in einem Bereich, wo halt praktisch nichts von alleine passiert. Also wenn die einmal oben sind, dann bleiben die dort. Und zwar nicht nur für 25 Jahre, sondern eher für 25.000 Jahre. Vielleicht nicht 25.000, aber naja, also jedenfalls sehr, 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 sehr lang. Und da muss es dann halt wirklich funktionieren und es wäre vielleicht auch schon überlegenswert, sich so drüber nachzudenken, wie man defekte Satelliten langfristig aus solchen Umlaufbahnen wieder rausbekommt. Wo es praktisch keine Probleme geben wird, und das hatten wir ja, glaube ich, auch beim letzten oder vorletzten Mal gehabt, SpaceX will ja diese V-Band-Konstellation aufbauen. Also, ja, zu den 4500 Satelliten, die sie hatten, halt nochmal irgendwie 7500 dazu. Und die fliegen dann halt in einer Höhe von, ich glaube, 350 Kilometern. Also niedriger Erdorbit. Und das hat eigentlich Zukunftspotenzial, solche Konstellationen aufzubauen, weil die entfernen sich von alleine aus dem Orbit. Also wenn da irgendwie die Triebwerke ausfallen oder die Regelung ausfällt, das braucht bloß ein paar Monate, dann sind die wieder zurück auf der Erde. Mhm. Ja, also ich glaube, das wird es halt immer eine ständige Frage sein und bis man da halt eine definitive Lösung gefunden hat, dauert es halt wahrscheinlich noch ein Weilchen. Jo.
Und völlig egal, wie weit das mit dem Weltraumschrott geht, ich glaube, in der Höhe wird man immer einen relativ sauberen Orbit haben. Mhm. Ja. Relativ. Also klar, wenn man wirklich dann richtig viele Trümmer hat weiter oben, weißt du, weiß ich, weil es halt irgendwie einen Krieg gegeben hat, bei dem diverse Großmächte angefangen haben, gegenseitig Satellitenkonstellationen zu zerschießen, dann kann es durchaus sein, dass man dann sehr viel Schrott hat weiter oben und der dann so langsam aber sicher in die niedrigeren Regionen kommt, aber umso tiefer man ist, umso weniger Schrott wird halt da sein, weil es dann halt sehr, sehr schnell nach unten geht. Also von daher wird man nie an den Punkt kommen, dass es keine Satelliten geben kann, aber es kann natürlich sehr, sehr haarig werden, trotz allem. Also da braucht man sich, da sollte man sich auch nichts vormachen. Also wenn es irgendwie einen ernsthaften Krieg gibt, so einen modernen Krieg, dann kann es echt böse enden. Und das ist die größere Gefahr, als was jetzt hier Kessler-Syndrom und so weiter ist. Also irgendwer hatte gesagt, dass das Kessler-Syndrom schon angefangen hat, weil angeblich ein exponentieller Anstieg ist oder ein stufenweiser Anstieg. Ja, das ist halt Unsinn. Also der größte Teil der Trümmer stammt halt wirklich von dem Abschuss des einen Satelliten von China. Und ein zweiter ist von der Kollision von einem Iridium-Satelliten mit einem alten russischen, weiß nicht, Kommunikations-irgendwas-Satelliten. Ja. Bei dem ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, weil es einfach von der Zeit her zu nah an dem Abschuss des chinesischen Satelliten ist und dem amerikanischen Abschuss von einem eigenen Satelliten, bei dem ich mir halt nicht sicher bin, ob das wirklich eine rein zufällige Kollision war, weil der russische Satellit war im Prinzip noch aktiv. Also war halt ausgeschalten, ne? Aber du kannst die Dinge halt nicht ausschalten. Also du kannst dem bloß sagen, ja, versetz dich mal in Ruhemodus. Und das Ding war halt nicht kaputt, das hatte einfach bloß einen kaputten Nutzlast gehabt, also im Prinzip hätte man das Ding nochmal ansprechen können, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das wie zufällig das alles war, weiß ich nicht. Also so wie ich das also sehe. Einfach bloß wegen der zeitlichen Koinzidenz bin ich mir da nicht hundertprozentig sicher. Das lohnt sich nicht, da eine große Verschwörungstheorie draus zu machen, aber ich bin mir halt nicht sicher, das ist alles. Ja, so wie ich das sehe, lässt sich das nur durch lösen, dass alle mal irgendwie miteinander reden und sagen, nein, also unsere Pläne sind so und solche Konferenzen sind dazu auch irgendwie gut, aber ich denke da mehr an so die USA redet mit Russland, redet mit China, wie ihre Pläne da aussehen. Ja, aber das never gonna happen, das wird nicht passieren. Was meinst du? Ja, von den USA kommt da auch irgendwie relativ wenig, meinten die. Ja, da sind alle nicht ganz unschuldig dran. Ja, ja. Ja, ich glaube, viele große Schritte wurden ja schon gemacht auch. Nicht zu vergessen, ich meine, wenn man sich die Stadt der Satelliten anschaut, da fliegt relativ wenig Zeugs jetzt rum an Trümmerteilen und so weiter. Was früher halt gang und gäbe war, dass man da irgendwie alle möglichen Trümmerteile, also irgendwelche Teile, irgendwelche Federn, irgendwelche Verkleidungen und sonst was im Orbit halt ausgesetzt hat und auch irgendwelche Oberstufen und so weiter. Und heutzutage achtet man doch sehr darauf, dass solche Teile tatsächlich wieder zurück in die Erdatmosphäre stürzen. Und da ist eigentlich schon sehr, sehr viel getan worden. Also die wesentlichen Teile, die jetzt halt in den Orbit kommen, sind halt tatsächlich Nutzlasten. Und ja, damit gibt es dann halt manchmal Probleme. Es gibt einzelne Satelliten, die halt mal eben so wegen irgendwie defekter Batterien oder sowas im Orbit explodieren oder weil die Tanks halt nicht, also weil in den Tanks noch Treibstoff war und die irgendwann überhitzt sind und zu viel Druck drin entstanden ist und die dann explodieren, dann hast du halt entsprechend ziemlich viel Schrottteile rumfliegen. Sowas gibt's dann, ja.
Ja, das sind halt so die wichtigsten Dinge, die zurzeit irgendwie anliegen, dass man halt Satelliten so baut, dass sie nicht im Orbit noch mehr Trümmer generieren. Ja. Das ist so das Wichtigste, was jetzt gerade ansteht. Und aktives Entfernen, das kommt dann irgendwann sicherlich auch. Ein großes Netz über Superman 3. Weiß nicht. Es wäre interessant, mal auszurechnen, wie viel es bringen würde, irgendwie große Ballons in die passenden Orbits reinzubringen, die einfach bloß die ganz kleinen Trümmer, also so Mikrotrümmer und so weiter, einfach aufsammeln sozusagen. Also sprich, mit ihnen kollidieren lassen und hoffentlich so gebaut sind, dass sie halt die nicht wieder weglassen. Okay. Ja, wir kennen noch die eine Lösung, die Weltraumputze. Ja, im Grunde ist es ja so. Also irgendwie, man muss also nicht mehr, weniger ein Staubsauger, mehr wie so ein Staublappen. Ein großer Staublappen, der einfach mal so genau quer durch den Orbit wischt und den ganzen kleinen Scheiß rausholt, der ja auch dann doch gerade für Sachen, die länger dort sind, sehr gefährlich werden kann. Ja. Und ja, dann halt irgendwann zusammen mit allen kleinen Teilen, die aufgenommen wurden, dann halt in die Erdatmosphäre zurückgebracht wird, ne? Die Konferenz, ja, an sich. Interessant wäre, das Interessanteste daran wäre natürlich, dass die Dinge riesig groß sein müssten, dass man die dann auch von der Erde aus sehen würde. Oh je. Ja, also ich wäre schon gern auch zu dieser Konferenz gegangen, aber es hat einfach also auch technisch, zeittechnisch jetzt einfach nicht gepasst. Wir waren jetzt erst dort und da jetzt nochmal irgendwie, es ging ja dann auch länger als nur einen Tag und ja, vielleicht nächstes Jahr oder wenn es mal wieder was gibt. Ja, es war ja fast die ganze Woche, ne? Mhm. Die Cosmic Carol war ja die ganze Zeit da. Ja, genau. Hatte dann einige Sachen besucht. Ja. Ja, dann kommen wir zu einem anderen Kessler-Syndrom. Super Überleitung. Nee, es geht um ja, die aber Astronauten. Aber auch bloß, weil mir das aufgefallen ist, ne? Ja, also Claudia Kessler ist ja die Initiatorin dieses Projekts. Und da gibt es jetzt ein Update, nämlich zwei Finalistinnen stehen jetzt fest. Das ist zum einen die Eurofighter-Pilotin Nicola Baumann und die Meteorologin Insa Thiele Eich. Und eine von diesen beiden Damen soll, wenn man der deutschen Presse glauben kann, 2020 in den Orbit fliegen. Wie das halt so ist mit der deutschen Presse. Ja, also so, ich weiß halt immer noch nicht, wie sicher das ist. Die Diskussion flammte dann auch wieder in meiner Timeline auf, nachdem das halt bekannt gegeben wurde. Und man weiß jetzt immer noch nicht genau, wie das finanziert werden soll. Diese Startnext-Kampagne steht zurzeit bei 34.525 Euro und braucht noch etwa 16.000 Euro oder ja 15.500 Euro. Das klingt noch nicht so richtig nach Endspurt, ne? In der nächsten Woche. Und man darf ja nicht vergessen, das ist die Funding-Schwelle. Das Funding-Ziel ist ja 125.000 Euro. Ja, also So richtig nach Endspurt sieht es noch nicht aus, ne? Es kann knapp werden. Also solche Crowdfunding-Kampagnen, die können noch mal in der letzten Minute noch mal alles rumreißen. Ja, können sie. Muss man warten. Vielleicht macht es ja auch die irgendwie über zwei Ecken die Kessler selber oder so. Ja, wo dann die Ute, also die Leaving Orbit, habe ich das verwechselt? Nee, ist doch Leaving Orbit. Ja. Also die Bonitätsprüfungen oder kann das da irgendwie auch öffentlich einsehen? Ich habe das dann nicht mehr selber gefunden. Also diese Kredit-Ratings von diesem HE Space, also der Firma von Claudia Kessler, sind auch nicht so super rosig. Ja. Jetzt hofft man einfach mal, dass sie die 50 Euro noch gerade so reißen und ich glaube, bis Ende des Jahres wollen sie dann auch bekannt geben, was die Großinvestoren sind. Aber das Problem ist halt hier wieder, das wird halt nicht kommuniziert. Jedenfalls nicht offensichtlich kommuniziert. Das wird dann halt meistens so ganz am Ende des Beitrags immer genannt.
So, also ich habe das jetzt mir halt mal exemplarisch. Das heißt halt immer so, ja, das wird die Astronautin und die kommt jetzt, die ist jetzt ausgewählt worden und in ein paar Jahren werden es die Leute an den Kopf kratzen und sagen, war da nicht mal was mit einer Astronautin? Ja, genau. Also ich habe mir jetzt mal exemplarisch den Bericht von vom Heute-Journal angeschaut über die zwei Finalistinnen und da wurde, glaube ich, so im letzten Achtel des Beitrags oder auf jeden Fall etwas weiter hinten dann so erwähnt, ja, man hofft jetzt, dass die ESA mit einsteigt, wo ich mich frage, was? Nee, tut man nicht, das stand doch nicht zur Debatte, also jedenfalls nicht in der Kommunikation, die ich so gelesen habe oder gehört habe. Ja. Ja, also ich äußere mich nicht weiter über die Presse. Ja, also wieder sehr, sehr komisch. Also ich finde es einfach schade, dass das so komisch jetzt da läuft, diese ganze Astronautinnen-Geschichte. Was es gibt, es soll ja jetzt dieses oder nächstes Jahr die ersten echten Weltraumtouristen, stimmt nicht, gab es ja schon mal. Aber die ersten halt mit der New Shepard-Rakete vom reichsten Menschen der Welt geben. Mhm. Früher war er immer noch der Zweitreichste, jetzt ist Jeff Bezos der reichste Mensch der Welt. Schon lange nicht mehr. Ach so, wer war davor immer der reichste Mensch der Welt? Irgend so ein Mexikaner war doch zwischendurch mal. Stimmt. Also für mich ist immer noch Bill Gates der reichste Mensch der Welt. Ja, naja, wie es halt so ist, ne? Ja. Die wollen halt demnächst Touristen irgendwie starten, aber Jeff Bezos hat jetzt mal angedeutet, was ich auch schon mal ausgerechnet hatte, dass man halt mit der New Shepard-Rakete natürlich auch eine zweite Raketenstufe starten könnte, zusammen mit einer Nutzlast, die dann tatsächlich einen kleinen Satelliten, ich glaube, ich hatte sowas wie 1-200 Kilogramm ausgerechnet, halt auch starten könnte. Also kurzer kleiner Bericht, allzu viel Konkretes steht da nicht drin. Ja, aber war halt irgendwie abzusehen. Ich meine, wenn man sich anschaut, wie viele Unternehmen es inzwischen gibt, die so kleine Raketen bauen, um kleine Satelliten starten zu wollen, dass die da mit dieser Raketenstufe, wiederverwendbaren Raketenstufe nicht zu vergessen, nicht hinten anstehen werden, das war irgendwie zu erwarten. Ne? Ja. Moment mal. Also laut Forbes ist Bill Gates immer noch der reichste Mensch der Welt. Nee, Net Worth. Ist das? Ja, müsste doch, oder? Also ich habe hier 2017 Ranking, Net Worth, Bill Gates 86 Milliarden Dollar. Dann kommt Warren Buffett und dann Jeff Bezos. Und dann halt Amancio Ortega aus Spanien. Habe ich da irgendwas, da habe ich bestimmt irgendwas, oder ist er vom dritten auf den zweiten Platz gekommen? Nee, er ist dritter Platz. Oh. Achso, nee, jetzt, also hier steht jetzt überall, seit 29. März hat Bloomberg gemeldet, er ist der zweitreichste. Ah, okay, gut. Gut, also ich glaube, die 2017 World Billionaires List von Forbes ist, glaube ich, vom 20. März. Ja. Aber gut, das sind schon ein paar Milliarden unter Freunden. Ja, genau. Warren Buffett ist noch ganz so, egal. Schluss, lass mal das. Das sind, ja, also man merkt so ein bisschen, wir sind wieder im Reich des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts angekommen, ne? Was die reichsten Leute der Welt angeht, die immer größer werden. Ich glaube irgendwie Carnegie und Rockefeller und so weiter waren damals noch reicher, so im Vergleich, aber ja. Ja, genau. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Aber wir wollen ja nicht über die reichsten Menschen reden, sondern über die neuen Aufgaben von der New Glenn, hattest du ja vorhin angesetzt. Ja, wie gesagt, er hat nur angedeutet, dass halt nicht nur das, dass halt auch Höhenforschung damit betrieben werden soll und man damit auch Satelliten starten könnte. Und ich denke, da wird dann irgendwann noch was kommen. Aber hat halt noch nichts sehr Konkretes gesagt.
Etwas konkreter geworden ist das Rennen zum Mond, glaube ich. Es gab ja diese Firma Space EL von Israel und ich glaube, zu der hast du was zu sagen, ne? Ach so, ja, ganz kurz. Also Space EL ist rausgeflogen aus dem Luna X-Preis, weil sie es nicht schaffen, mit einer Falcon 9 vor Ende 2017 loszufliegen. Jo. Und damit waren es nur noch vier. Ich glaube, von den Vieren ist ein Team dabei, das, wie hießen die, Synergy oder irgend sowas, die halt mit der Neptun-Rakete von Dingsy, von Interorbital Systems. Ja, stimmt, genau, die sind auch noch dabei. Die sind offiziell noch mit dabei. Inoffiziell, sage ich mal, ist nichts davon glaubwürdig. Genau. Tut mir leid. Genau. Wunder, also wenn da Wunder geschehen, dann ist das ein Wunder zweiter Ordnung oder so. Ja. Also der, wer jetzt noch dabei ist, ist Moon Express aus dem Silicon Valley. Die wollen mit Rocket Labs fliegen. Genau, wobei Rocket Labs, ich meine, eigentlich hieß es ja, wir starten im Dezember. Und dann hieß es, ja, nee, im Dezember starten wir nicht. Wir gönnen unseren Leuten erst noch ein bisschen Urlaub, so über die Feiertage, damit die dann also noch ausgestattet sind. Also du meinst der erste Testflug, weil die Rocket Labs muss ja auch noch erst fliegen. Ist das diese Vektorrakete? Ja, ja, nee, ja, darum ging es ja. Das ist die Electron-Rakete. Ach, Electron, nicht Vektor. Ach, und ja, jetzt ist inzwischen April, es ist Ende April und die sind immer noch nicht geflogen. Scheint wohl doch nicht nur über die bisschen Ausruhen über die Feiertage gewesen zu sein, dass da noch fehlte. Und naja, so langsam aber sicher wird dann durchaus fraglich, ob die den Zeitplan noch halten können. Mhm. Ja, ich meine, die wollen dieses Jahr noch zum Mond fliegen. Wird bisschen knapp, ne? Ja, wir haben dann noch Synergy Moon, das hatten wir gerade, die Neptun-Rakete. Wird auch ein bisschen fragwürdig. Dann Team Indus. War noch ein Team, die hatten eine indische PSLV gebucht, zusammen mit einem japanischen Team, aber ich glaube, da ist die Finanzierung nicht gesichert. Genau, meinst Team Indus. Hm. Und dann gibt es noch Hakuto. Ich glaube, das sind die Japaner. Ja, und die wollen sich halt eine Rakete teilen, aber ich glaube, finanziert wird der Start von dem japanischen Team und die haben irgendwie ihre Finanzen noch nicht ganz im Griff. Also alle vier, die jetzt beim Rennen sind. Sind ernsthaft fragliche. Genau, also hat niemand den Kopf, beziehungsweise den Rover vorne. Ja, ich find auch Synergy Moon wird halt wirklich zu einer, okay, sorry. Synergy Moon hat auch das basicste Design, das ist nämlich eine Kugel auf vier Rädern. Du meinst im Sinne von den 70er Jahren, oder? Ja, oder 50er genau. Jahren besser. Ja, 50er trifft es noch eher. Okay. Ja. Was wolltest du vorhin sagen? Es wird doch immer mehr zur Farce, ne? Ach, was heißt Farce? Ich finde es immer noch sehr spannend. Es ist spannend, aber so ein bisschen irgendwie so richtig optimistisch ist man bei keinem dieser Teams. Na gut, die Finanzierung, wenn sie irgendwie hinkriegen. Ja, muss man hoffen, dass die es schaffen. Aber wenn die Finanzierung jetzt im April noch nicht steht, das regelt man halt im und das Ganze bis Ende des Jahres klappen soll, ich weiß nicht. Also ja. Ja. Was passiert eigentlich, wenn niemand den Preis gewinnt? Tja, dann hat halt keiner den Preis gewonnen. Ja, auch ein bisschen peinlich für Google Luna X. Ja, meine ich ja. Wird halt so ein bisschen, also dafür, dass man es so groß angekündigt hat, so mit unglaublich vielen Mitbewerbern und so weiter, kommt doch jetzt relativ wenig raus. Ich meine, gut, hier für unsere Jungs in Marzahn kann das natürlich nur gut sein. Ja, die sind ja weiterhin auf Track, oder? Ja, soweit ich weiß. Also wir reden von einem Part-Time-Scientist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht geschafft, mit denen nochmal mich in Verbindung zu setzen, aber ich muss das jetzt machen diese Woche. Ja. Ja, hast du noch ein bisschen Zeit? Starten jetzt hier, jetzt ja nicht gefühlt nächste Woche.
Ja, nee, nicht wirklich. Also von daher ist da tatsächlich noch Zeit und die haben ja ihre Finanzierung unabhängig von Google Luna X Preis gesichert. Oder was heißt der gesichert? Also Audi und Vodafone, oder? es kommt zumindest Geld rein. Ne? Ja, Audi, Vodafone und diverse andere. Und ja, der Lander sieht nicht schlecht aus. Man, also das Ding wiegt 300 Kilo und wenn man so drüber nachdenkt, ja, stimmt auch, ist dann halt leer, ne? So mit ohne Treibstoff, wiegt dann voll 1,5 Tonnen und ja, trotzdem beeindruckend irgendwie. Also man steht ja doch recht selten vor irgendwie so Dingen und normalerweise, wenn ich so höre, naja, 300 Kilo. Na gut, dadurch, dass die Treibstofftanks da drin sind, die im Wesentlichen hohl sind, wenn sie leer sind, sieht das Ding natürlich deutlich größer als 300 Kilogramm aus. ja, jedenfalls beeindruckendes Ding, trotz allem. Die wollen auch mit einer Falcon 9 fliegen, oder? Ja, und zwar irgendwie als Passagier zusammen mit irgendeinem Genau. GTO-Satelliten Das war nämlich auch und hoffen halt. das Problem bei SpaceXL, dass die es nicht, da hat nämlich Probleme mit der Integration. Die sind ja auch nur zweit oder also teilen sich eine Falcon Genau, 9 ja. und da gab es Genau. Probleme, quasi beide Nutzlasten unter einen Hut sozusagen zu bekommen. Einen sehr sprichwörtlichen Hut. Genau, ja. Ja, und die müssen halt schauen, wie sie da zurechtkommen, ob sie es vielleicht irgendwie schaffen, nicht vom GTO auszufliegen. Wobei der Plan ist schon, das Ganze mit GTO zu machen. Also, dass man halt ganz normal in diesen GTO-Orbit kommt und dann mit Bordmitteln sozusagen beschleunigt. Die Triebwerke kommen übrigens vom ATV. Also es sind die gleichen wie beim ATV damals. Haben wahrscheinlich noch ein paar rumliegen haben. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Großer Vorteil davon ist, die wollen natürlich damit landen und da ist es natürlich ein sehr großer Vorteil, wenn man da Triebwerke hat, die für die Navigation in der Nähe einer Raumstation gebaut wurden. So heißen die, kann man ganz gut drosseln und im Impulsbetrieb betreiben und so weiter und so weiter. Aber unendlich effizient sind die Dinger natürlich nicht. Von daher brauchen die deswegen auch relativ viel Treibstoff. Okay. Aber die meinen so vom GTO aus können sie es schaffen. Problematischer wäre es, wenn sie mit einer indischen PSLV starten würden. Die hat so ganz knapp die Leistung, die dafür notwendig wäre, aber die meinten, als irgendwie Startup hat man keine Chance, an eine indische PSLV ranzukommen. Die haben es versucht, aber sie haben keine Chance gehabt, da irgendwie einen Vertrag abzuschließen, mit so einer Rakete zu starten. Gut, haben wir noch was zu Google Luna X sonst? Schauen wir mal, was wir da Ich noch denke haben. nicht. Ist halt der große Auftakt zu den diversen Asteroidenbergbauplänen. Ja, genau, das ist das letzte Thema jetzt für heute, soweit wie ich das. Ja, Ja. und im Prinzip hatte ich es ja heute schon ange hatte ich es ja schon mal angesprochen, dass halt von Goldman Sachs diese Studie kam. Ich habe sie mir nicht näher durchgelesen. Irgendwie, ich habe das Ganze einmal gemacht und den entsprechenden Golem-Aufsatz können wir auch gerne noch mal verlinken, indem ich mal ausgerechnet habe, wie viel Platin und sonst was sich in so einem Asteroiden befindet, beziehungsweise ich habe es halt weniger ausgerechnet als vielmehr. Ich habe damals mal recherchiert und gesucht, was es an wissenschaftlichen Untersuchungen zu dem Thema gibt. Und das Ergebnis war halt wenig berauschend einfach. Also das lohnt sich halt alles nicht wirklich. Vor allen Dingen deshalb, weil man halt den Asteroiden im Orbit, im Weltraum dann letzten Endes einmal komplett durchsieben muss sozusagen. Und du redest dann halt von einem Brocken, der mal eben so 500 Meter Durchmesser hat.
Und den willst du dann mit Raumschiffen, die du dorthin gebracht hast, praktisch einmal komplett ja, in seine Bestandteile auftrennen und nur das Platin rausholen? Oder ja, was da halt ist, was man halt sonst noch haben will, irgendwie Iridium, Osmium und so weiter, Palladium. Und das ist ernsthaft schwierig. Ich meine, die Dinger wiegen mal eben so 1 Million Tonnen oder so. Und du hast, es fehlen dir so ein paar winzige Annehmlichkeiten, die man auf der Erde hat. Sowas wie Gravitation, sowas wie Luft, sowas wie Wasser, sowas wie eine zuverlässige Stromversorgung und so ein Späßchen. Und das gibt's alles noch nicht. Von den Kosten des Transports und so weiter mal ganz abgesehen. Und ich verstehe einfach nicht diesen Optimismus, wie man da irgendwie Bergbau betreiben soll und Platin abbauen soll und so weiter. Irgendwie das. Es ist natürlich eine Art Goldrausch, aber der Unterschied zum Goldrausch ist, als damals 1848 irgendwie Gold in Kalifornien entdeckt wurde und irgendwann später auch irgendwo in Alaska und so weiter, da war wenigstens wirklich jede Menge Gold da und alles, was es brauchte, war halt irgendwie so Schaufeln und ein paar hier die, na, irgendwelche Waschrinnen, irgendwelche Schüsseln und so weiter. Und jede Menge Transporttiere und halt irgendwie den Mut, da mal hinzugehen. Und reich geworden sind natürlich nicht die Leute, die das Gold gewaschen haben, sondern die Leute, die praktisch die Ausstattung da zur Verfügung gestellt haben. Und ich habe sehr das Gefühl, dass auch hier wieder die Leute reich werden, die da irgendwie Zeugs dazu bauen. Aber das Ganze ist halt eine Blase, die mit absoluter Sicherheit platzen wird. Und die Frage ist halt nur, wann. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein Zeichen dafür, dass es doch jetzt ein ernsthaftes Problem in der Raumfahrt gibt. Wenn sowas dann halt hochgeblasen wird, um noch irgendwie noch ein bisschen mehr Investitionsgelder zu bringen, was halt doch deutlich zeigt, dass das Ganze langfristig in einem fürchterlichen Zusammenbruch enden wird. Es ist doch, ja. Tja. Ja. Muss man schauen, wie das endet. Hoffentlich nicht in Trümmern. Wo wir wieder naja, bei einem anderen Thema werden. Wirtschaftlich in Trümmern auf jeden Fall. Aber nicht in echten. Ja. Naja, irgendwie so echte Trümmer wird es wohl irgendwo geben. Ne? Ich meine, nicht alle Raketen starten erfolgreich, wie wir wissen. also ein paar Trümmer wird es geben, aber hoffentlich nicht allzu viele. Und ja, es ist dann halt die Frage, ob das dann am Ende der Raumfahrt nützt oder schadet. Also ich glaube, der Raumfahrt hätte es jetzt sehr viel mehr genützt, wenn alle ein wenig besonnener wären. Ich meine, klar, die Raumfahrt war schon irgendwie, es war schon reif dafür, dass es Unternehmen gibt, die mal eben rankommen und mit der vorhandenen Technik, also die vorhandene Technik benutzen, um vernünftige Raketen zu bauen, was halt SpaceX macht. Aber ja, man übertreibt es doch jetzt auf einmal sehr. Ja, ne, dass man zum Mars fliegen will, das ist ein lang gehegter Traum, natürlich. Ich bezweifle sehr, dass man daraus irgendwie eine Stadt bauen wird oder eine selbsterhaltene Zivilisation irgendwie in nächster Zeit entstehen wird. Man kann durchaus die Frage stellen, ob die Vereinigten Arabischen Emiraten im Jahr 2121 eine Stadt auf dem Mars bauen werden. Man darf auch sehr bezweifeln, ob die bis dahin noch Geld haben werden. ja, es wird halt jetzt interessant in manchen Ecken, aber mehr interessant in dem Sinn, dass man einen Zug hat, der ohne Bremsen auf ein Hindernis zufährt und man sich dann fragt, was wird genau passieren? Ja. Vielleicht
ist noch irgendwo eine Weiche dazwischen und es gibt noch ein anderes Gleis, das dann irgendwo anders hinführt, wer weiß. Ja, du kannst ja vielleicht jetzt froh sein, dass wir mittlerweile von Helium 3 weg sind. Das taucht immer noch immer wieder auf. Aber nicht mehr so häufig, habe ich. Also gefühlt kommt das jetzt weniger häufiger vor. Also ich muss dir sagen, wie heißen die jetzt hier in Marzahn? Part-Time Scientists. Doof. Die Part-Time Scientists, die hatten eine Präsentation gehabt, bei der das noch dabei war. Aber das war halt auch von Frank Schätzing eingesprochen und irgendwie geschrieben und so weiter. Hast du das Buch mal gelesen, hier Limit? Nee, ich lese Schätzing nicht, der ist einfach... Ich habe von dem noch keine inspirierten Ideen irgendwie gesehen, nur abgeschriebenes Zeugs, das in Amerika schon irgendwie 20 Jahre durch war oder so. Ja. Ich sehe irgendwie, das ist irgendwie so ein, ja, ist halt kommerziell, ne? Und der Punkt ist, wenn du für ein deutsches Publikum schreibst und ein Buch schreibst, das für einen Verlag am Ende irgendwie finanziell erfolgreich sein soll, dann kannst du halt praktisch bloß das machen, ne? Ja. Zumindest in, so wie es heute irgendwie das Verlagswesen gestaltet ist, und Science Fiction ist halt doch keine so ganz große Nische. Von daher ist da irgendwie Platz für irgendwie ein, zwei professionelle Autoren und die haben dann keine große Freiheit. Die müssen dann halt sagen, dieses Buch wird sich verkaufen, weil dieses Thema gab es schon mal. Und ist mal in Amerika gut gelaufen oder irgend sowas. Ja, das also ist immer so. Also ich sehe da nicht, ich habe da keine großartigen Illusionen. Also weil, nee, Schätzing ist irgendwie so Ja, ich lese ja, wir kommen jetzt gerade zum Ende, da kann ich ja nochmal, ich habe jetzt angefangen, den Armageddon-Zyklus von, wie hieß der, genau, das heißt auf Deutsch Die unbekannte Macht, das erste Buch von Peter F. Hamilton, das ist so ein, ich glaube, so recht bekannter britischer Sci-Fi-Autor, der damit bekannt geworden ist, dass er Ende der 90er Jahre das totgeglaubte Genre der Space Opera wiedererlebt hat mit diesem Buch. Aha, okay. Und es ist halt so eine gefühlt tausendbändige Trilogie, Reihe. Genau, Armageddon-Zyklus. Tausendbändige Trilogie, sehr schön. Genau, hat drei Bücher, die in Deutschland natürlich wie immer auf zwei, also in Deutschland hat 6 Bände. Und der erste Band, den ich gerade als Hörbuch höre, hat, glaube ich, 24 Stunden Spielzeit. Wie viel Stunden waren das? 24. 24. Und das ist die erste Hälfte des ersten Buches. Ja, okay. Auch 24 Stunden dauert A Blueprint to Armageddon von Dan Carlin. Hardcore History, was halt sein großes, episches Machwerk zum Ersten Weltkrieg ist. Ja. Da hat er auch 24 Stunden ungefähr eingesprochen insgesamt. Ja. Ich finde das immer so spannend. Kann ich nur empfehlen. Aber wollen wir hat mal, mich daran erinnert. Wollen wir mal zur Raketenvorhersage kommen? Ich wollte es auch gerade vorschlagen. Ist aber sehr spärlich zurzeit. Sehr spärlich, ja. Was natürlich daran liegt, dass dass die Ariane 5 irgendwie nicht startet, dass die Proton nicht startet. Beziehungsweise Ariane 5, wie gesagt, angeblich so in 10 Tagen könnten sie bereit sein, aber so ein richtig echter Termin, den hat man noch nicht. Ja. SpaceX wird einen US-Militärsatelliten starten. Ihren ersten. Und zwar den ersten, ja. Was natürlich die ULA ganz furchtbar geärgert hat, als sie die Aufträge dafür bekommen haben. Und zwar am 30. April, also Ende des Monats, nächsten Sonntag, zwischen 11 plus 2 sind, also zwischen 1 und 3. Also immerhin. Beste Sendezeit. Beste Sendezeit. Man wird allerdings höchstwahrscheinlich, schätze ich mal, keine Onboard-Aufnahmen und keine Bilder von der Freisetzung des Satelliten bekommen. Naja, man wird halt, die haben wahrscheinlich wieder ein
von der ersten Stufe. Also die haben ja immer zwischen der ersten und zweiten Stufe eine Kamera, die auf das Triebwerk. In der Interstage, ja. Genau, das wird man zeigen. Gut, Freisetzung wird man nicht zeigen. Weißt du, ob es eine Landung geben wird? Man wird auch nicht die Abtrennung der Nutzlastverkleidung sehen. Ja, genau. Ah, was mir gerade einfällt. Die Nutzlastverkleidung von dem letzten Flug ist ja wieder gefunden worden und es gibt davon ein richtig schönes Bild. Ja, das muss mir gleich dann geben, dann tue ich es in die Shownotes. Aus dem Weltall von der Erde. Sehr schönes Bild, was da geschossen wurde mit den GoPro-Kameras, wie man es ja schon kennt, ne? Mhm. So. Dann haben wir nichts. Ach, ne, Soyuz noch, ne? Ja, aber bei mir steht da TBD, also noch kein Termin. Ja. Halt aus Französisch-Guyana. Und dann am 5. Mai eine GSLV Mark II mit einem Kommunikationssatelliten, Start aus dem Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Indien. 5. Mai, das ist ein Freitag in 2 Wochen. Ja. Aber noch kein Start. GSLV Mark III. Mark II. Soll irgendwann starten. Soll, ich glaube, dieses nicht jetzt irgendwie so um die Zeitraum? Ja, im Juni. Im Juni, also, okay. Ich habe es hier nicht gesehen. Ja, okay, du musst nur weiter runterscrollen. Da steht es GSLV Mark III Juni. Jo. Wird man sehen, wann das kommt. Ja, also es ist einfach nicht viel los. Yep. Zwischendurch hat Vectorspace halt mal die Rakete hingestellt, um starten zu wollen, aber da hat es wohl nicht nur am Wetter gelegen, dass der Start nicht durchgeführt wurde. Ansonsten hätten die den Start jetzt inzwischen mal durchgeführt. Von daher werden wir auch auf die kleinen Raketen noch warten müssen. Falls sich da was tut, werden wir natürlich in der nächsten Ausgabe irgendwie sehr heftig darauf eingehen, aber ich sehe da nicht viel. Also es ist halt gerade wirklich sehr saure Gurkenzeit und sehr, sehr spärlich alles zusammen. Also dafür, dass wir gerade noch von Blase und Aufbruchstimmung gesprochen haben, es ist etwas kontrazyklisch, ne? Ja. Ja, was soll man sagen? Okay, wie schon angekündigt, werdet ihr jetzt gleich im Anschluss das Interview mit Karl Urban, dem Ed Pickau, auf Twitter hören, bei dem wir uns über die Unterschiede zwischen Podcast und Radio ausgelassen haben. Und ansonsten wünschen wir den Live-Zuhörern noch einen schönen Restsonntag und vielleicht Tatort anschauen oder was auch immer. Und allen, die das Ganze jetzt als Podcast hören und den Rest nicht mehr hören wollen, noch einen schönen Tag oder Abend oder sonst irgendwas. Und allen, die noch weiterhören wollen, viel Spaß dabei. Ja. Tschüss. Tschüss. Oder bis gleich. Hören uns ja gleich wieder. Oder bis, ja, wie auch immer. Hier noch unser kleines Outro, wie vorhin besprochen. Wir begrüßen einen alten und doch wieder neuen Gast bei uns, nämlich den lieben Karl. Hallo Karl. Hallo ihr Lieben. Hallo. Und wir begrüßen euch zu unserer 15-teiligen Radioserie Radio im Wandel der Zeit. Nein, wir wollen nur ganz kurz. Macht doch gar kein Radio. Genau, darüber wollen wir jetzt reden. Wir haben ja einen Kommentar bekommen, warum wir nicht so wie im Deutschlandfunk klingen. Und da haben wir uns gedacht, dann laden wir uns doch mal Leute ein, die so klingen wie im Deutschlandfunk, nämlich der Karl. Kannst du mal klingen wie der Deutschlandfunk? Oh. Machen Sie eine typische Handbewegung. Deutschlandfunk, keine Ahnung. Das klingt sehr professionell. Nee, für die Leute, die es nicht wissen, du arbeitest für den Deutschlandfunk, oder? Es ist ein bisschen komplizierter bei mir. Also ich bin eigentlich ein Podcaster-Gewächs, weil ich auch angefangen habe, ins Internet zu schreiben und ins Internet zu sprechen irgendwann. Und daraus ist irgendwann meine Profession geworden, als freier Journalist zu arbeiten. Und da habe ich eigentlich auch erst mit dem Schreiben angefangen und irgendwann
Praktikum gemacht beim Deutschlandfunk und beim SWR und darüber bin ich eigentlich reingerutscht. Also ich mache das, ich habe keine Volontärsausbildung jetzt in dem Sender gemacht und ich bin wirklich freier Journalist. Ich schreibe auch nach wie vor viel für Zeitungen und podcaste auch nach wie vor selber in größeren Abständen, aber mein Geld verdiene ich tatsächlich heute mit Radio machen. Aber du arbeitest jetzt nicht nur für Deutschlandfunk, also auch für andere Sender. Ja, DLF ist mein Hauptarbeitgeber, aber ich arbeite auch für andere Sender, je nachdem, was sich ergibt. Jo, so wie das halt bei mir ist mit Golem. Genau, ja, so ein klassischer freier Journalist, der halt guckt, was kommt. Ja. Und das ist immer recht breit gestreut, ja. Aber ich kenne letztlich, also dadurch kenne ich letztlich beide Welten ganz gut. Ja, also ich meine, wir reden jetzt immer vom Radio als Radio, irgendwie ist ja auch Podcasterei nichts anderes. Und die Übergänge sind sehr fließend, würde ich auch sagen, ja. Es ist alles eine Frage des, ja, und ich habe auch das Gefühl, des Konzepts, ja, oder so. Dass die Bewegung gerade in die andere Richtung geht. Also Radio will jetzt ganze Zeit Podcast machen. Also ich war vor kurzem auf einer Konferenz im Deutschlandfunk in Köln, wo es ums Erzählen in den Medien ging und da war alles nur irgendwie Podcast. Also es ging gefühlt 80% um Podcast-Produktion und gar nicht um das eigentliche Radio. Aber was vielleicht unsere Hörer oder die Leute, die sich da irgendwie auch die Frage gestellt haben, warum wir nicht so klingen wie im Deutschlandfunk, kannst du vielleicht noch mal erzählen, wie entsteht denn so eine Sendung, die du für den Deutschlandfunk machst? Also wie beginnst du da, wie gehst du da vor? Ich kann vielleicht erstmal sagen, was ich so für Sendungen mache. Ne? Ja, ich arbeite viel für die Sendung Forschung aktuell. Das ist so eine täglich laufende Wissenschaftssendung mit in der Regel 4 Beiträgen auf 4 Minuten und da mache ich ab und zu mal einen dieser 4-minütigen Beiträge. Und was ich aber auch mache und was jetzt hier vielleicht auch eher mit eurem Podcast vergleichbar ist, es sind so halbstündige Features. Und also monothematische Features, die laufen immer Sonntagnachmittag bei denen und da mache ich im Jahr vielleicht zwischen einem und dreien. Und das ist richtig viel Arbeit und auch nicht nur für mich, sondern für ziemlich viele Leute. Und da habe ich mal so grob überschlagen, was ich da so an Zeit und Aufwand reinstecke. Also nur so thematisch als Beispiel. Letztes Jahr habe ich was gemacht über einen möglichen Krieg im All und so Rüstungsspiralen. Ich habe was gemacht über die Vorhersage der Zukunft und wie das mit Algorithmen geht oder auch nicht geht. Und ich war für eine Recherchereise auf Island letztes Jahr und habe was über Tiefengeothermie recht nah am Magma gemacht. Und das sind halt alles so Themen, da sammle ich bestimmt 10 Stunden plus Interviews. Also mit, sagen wir, zwischen 5 und 8 Leuten. Jeweils mache ich sehr lange Interviews, halbe Stunde, ganze Stunde. Oft sind es auch so Forscher. Ich habe vor 2, 3 Jahren was zum Mars gemacht. Die haben irgendwie, das sind dann die Koryphäen zum Mars. Die haben da seit den 70er oder 60er Jahren am Mars gearbeitet. Und mit dem muss man eigentlich über ihr ganzes Lebenswerk reden. Also das ist eine unendliche Menge an Audiomaterial, was ich da erstmal sammle. Und aus diesen 10 Stunden muss ich dann irgendwie eine halbe Stunde gießen. Oft kommt dann noch dazu, dass ich auch so Atmo-Material sammle, also jetzt auf Island zum Beispiel habe ich das versucht, um irgendwelche Geräusche einzufangen, die für die Szenerie sprechen. Und dann, diese Recherche dauert zwischen 2 Monaten, 6 Monaten, also da mache ich natürlich nebenher auch viel anderes. Ich mache jetzt gerade eine Serie bei Golem, lose Serie über Batterien und da sitze ich halt an einem Artikel, ich sag mal so 3, 4 Tage. Also genau. so dann netto. Also genau, wie gesagt, das ist, also das war jetzt keine Netto-Werte, sondern das ist so, es zieht sich so hin, man muss ja dann auch Termine ausmachen und so weiter. Aber angefangen zu schreiben habe ich noch gar nicht. Also das wäre jetzt der nächste Schritt. Dann schreibe ich so ein Ding. Das sind eng beschriebenes DIN A4 so 10, 12 Seiten, dann geht das, da schreibe ich 1, 2 Wochen dran, dann geht es an den Redakteur und dann geht das bestimmt nochmal 10-mal hin und zurück, bis es uns beiden gefällt. Und dann geht dieses abgenommene Manuskript an einen Regisseur, der Deutschlandfunk leistet sich freie Regisseure, der SWR macht das nach wie vor auch.
Und dieser Regisseur, der kennt ganz gut so ein paar Schauspieler. In der Regel sind das Schauspieler und die werden dann ins Studio geladen, um dann meinen Sprechertext und alles, was ich so reingeschrieben habe ins Manuskript, was jetzt keine direkte Aufnahme von mir ist, um das einzusprechen. Also diese Features spreche ich auch nicht selbst, sondern das machen richtig Profi-Sprecher, in der Regel halt irgendwelche Schauspieler aus Köln. Mhm. Und die produzieren an so einem Ding einen Tag in der Regel, 1 bis 2 Tage, meistens ist es so ein Arbeitstag. Das alles nur für eine halbe Stunde Feature. Das ist eine halbe Stunde Feature, genau. Also es gibt auch diese ganzstündigen Features, da ist der Aufwand äquivalent größer dann. Ja. Und dann ist es fertig. Aber wenn du dann die Mannstunden mal zusammenrechnest oder Manntage, die da drin stecken, das ist schon der Wahnsinn, ja. Oder Frautage. Ja. Oder Frautage, also absolut. Es erinnert mich auch etwas an den Podcast und der nennt das selbst schon nicht mehr Podcast, Hardcore History von Dan Carlin. Der hat irgendwie vor 2 oder 3 Jahren dann gesagt, das sind keine Podcasts mehr, das sind Audiobücher. Und naja, der schafft so ungefähr im langfristigen Schnitt ungefähr 1 Stunde Material pro Monat zu produzieren. Da gibt es dann halt eine Serie, die über 2 Jahre ging, über den Ersten Weltkrieg, die dann zusammen 24 Stunden Material bringt. Aber wie gesagt, 24 Monate, 24 Stunden Material. Und das ist dann natürlich entsprechend auch gut und einfach flüssig durcherzählt und so weiter, halt alles gut editiert und so weiter. Also was ich halt nett finde, ist, dass es so viele Augen gibt letztlich. Also ja. Ich rede sehr viel mit der, in dem Fall Redakteurin über das Thema, schon im Vorfeld. Und dann, wenn das Manuskript da ist, oft gefällt es ihr auch gar nicht. Und dann sind die Änderungen, die ich auch vornehmen muss, ziemlich groß. Und wenn das dann fertig ist, dann telefoniere ich auch noch mal manchmal 1/2 Stunde mit dem Regisseur. Und der hat dann auch noch mal eigene Gedanken irgendwie und findet irgendwelche logischen Brüche, die wir beheben müssen und so. Aber dadurch wird es halt auch gut, ne? Also das macht auch die Qualität dieser DLF-Produktion an. Aus, ja. Mhm. Jetzt mal zum Vergleich, also es geht ja hier davon aus, warum wir jetzt anders sind als der Deutschlandfunk oder was jetzt quasi der Unterschied ist. Und also ich finde, um mal ein bisschen zu selbst reflektieren, Frank und ich, wir stecken schon relativ viel Arbeit in den Podcast, also jetzt ohne das Selbstlob, einfach mal so als Aussage für ein Ding, wo wir eigentlich nicht... Weil ich immer wieder sagen muss, du steckst mehr Arbeit rein als ja, ich. Ja, also für ein Ding, wofür wir im Grunde nicht bezahlt werden. Gut, wir bekommen ein bisschen was über Patreon, was so ein bisschen hin und wieder die Reisekosten deckt oder andere Sachen deckt. Aber im Grunde werden wir dafür nicht bezahlt. Und man kann sich jetzt mal so für interessierte Hörer, die das mal sich so ausrechnen wollen, für jede Podcast-Stunde, die wir in euren Player schieben, sind da, keine Ahnung, ja, schon 3 Stunden Arbeit reingeflossen. Also sagen wir mal, jeder von uns recherchiert auch davor seine Themen natürlich und ja. Bin da schon 1-2 Stunden manchmal dran, du vielleicht so ein bisschen ja. Mehr. Hängt immer davon ab, was für ein Thema es ist und ich meine, gut, manchmal hilft es natürlich auch, wenn ich schon recherchiert habe für irgendeinen Golem-Artikel oder so. Ja gut, aber dann hast du ja trotzdem recherchiert. Brauche ich das halt nicht nochmal zu machen. Gut, ich habe dann nochmal 1 Stunde, 1,5, je nachdem, Schnittarbeit, Post schreiben, hochladen, auch vorne durchschieben. Also ich sag mal so, pro Sende, also irgendwie so eine Sendung. Dazu kommt dann noch halt Redaktionskonferenz, die wir vorhin gemacht haben. Genau, also wir, was ja auch nicht jeder Podcast macht. Also dass wir uns nochmal irgendwie 3 Tage vorher hinsetzen und besprechen, welche Themen wir in der Sendung haben wollen. Also wir versuchen so professionell zu arbeiten, wie es für unsere Mittel geht, aber wir wollen natürlich auch nicht, wir haben auch nicht die Bestrebung, wie eine Radiosendung zu klingen, sondern wir wollen immer noch ein Podcast sein, wo man mal Themen abschweifen kann und mal in Abgründe hineinstürzen kann, was gewisse Themen angeht. Und wir versuchen einen guten Mittelweg zu finden. Ich meine letztlich, was in diesem Kommentar da bei euch mitschwungen ist, ist ja so diese alte Debatte, die ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre alt, zum Thema Laber-Podcast, ne? Was ist richtiges Radio? Ist Laber-Podcast nicht irgendwie langweilig und wenig aufwendig und machen zu viele? Und also ich habe da so eine dezidierte Hörersicht zu. Also ich höre sehr viele Gesprächspodcasts,
ja, die irgendwie so aus der Tim Pritloff-Ecke mal irgendwann losgegangen sind. Und ich höre manche dann einfach nicht zu Ende, wenn es mir zu langweilig ist. Vieles aber auch so nebenher, so unterschwellig, dass es mir egal ist. Und es gibt auch echt Gespräche, die sind so tief, die kann ich jetzt auch nicht auf anderthalbfacher Geschwindigkeit hören, was ich manchmal mache. Also bei DLF-Features zum Beispiel geht das gar nicht, finde ich, die Geschwindigkeit erhöhen. Und bei Gesprächen geht es aber teilweise auch nicht. Also da gibt es auch welche, wo die Vorbereitung halt dann ausreichend ist und der Tiefgang groß, ja, also wenig Geplänkel, sondern viel Tiefgang, finde ich jetzt persönlich als Hörer immer gut, weil ich irgendwie beim Hören nebenher irgendwie einen Mehrwert brauche. Ja. Und das ist bei euch definitiv so, ja, würde ich sagen. Und das andere ist ja auch, also so DLF-Features haben ja eine sehr hohe Informationsdichte. Und jetzt, wenn ich 3 Stunden lang DLF-Features höre, dann bin ich danach erstmal durch. Da muss ich erstmal eine halbe Stunde mich ins Bett legen und schlafen. Weil, oder so einen ganz seichten Laber-Podcast hören. Genau, weil das ist ja, das ist wie, keine Ahnung, also wie Dauerfeuer. Und so ein Laber-Podcast, der gibt einem auch, finde ich, also wenn es so ein informativer Laber-Podcast, so wie wir sind, oder wie methodisch inkorrekt, der gibt einem Zeit, nochmal Dinge zu verdauen und zu sagen, okay, jetzt reden wir mal Belangloses und währenddessen kannst du vielleicht nochmal über die Themen nachdenken oder das nur ein bisschen gehen lassen. Und ich finde, beides ist nämlich schon gut und wer den Countdown-Podcast hört, der muss sich darüber klar sein, was wir hier leisten können und was wir nicht leisten können. Natürlich, wenn mehr Geld reinkommt, können wir auch, ja, das ist halt so immer meine Überlegung. Für mich ist der Countdown-Podcast der wichtigste, weil größte und irgendwie am Auf, also mit der meisten Hörerzahl Podcast und klar, wenn ich sage, okay, da kommt jetzt so viel Geld rein, dass ich da mir auch irgendwie realistisch gesehen 1-2 Arbeitstage für frei nehmen kann. Natürlich habe ich noch keine feste Arbeit, wo ich mir das irgendwie rausnehmen könnte, sondern würde aus meiner Studiumszeit herausgehen, aber dann halt in der Zukunft, wenn dann halt so viel Geld reinkommt, dann kann ich da auch mehr Zeit investieren und dann wird auch die, keine Ahnung, Schnittqualität besser, die Vorbereitungsqualität besser, aber zurzeit ist das einfach noch nicht drin und ich glaube bei dir, Frank, auch nicht. Ja, genau. Es ist einfach, ja, es ist einfach irgendwo eine Frage von Zeit und Geld dann am Ende, weil es nimmt dann an irgendeinem Punkt nimmt es dann so viel ein von der Woche, vom Tag und so weiter, dass man halt einfach so viel Arbeit damit hat, dass man nicht mehr sagen kann, das ist jetzt noch Hobby. Ja. Und da leider. Ich bin auch gerne dabei zu sagen, dass der Countdown-Podcast über ein Hobby hinausgeht, aber dann muss halt auch, ja, es ist halt immer noch so, das Geld stimmen. Leben noch nicht im Kommunismus. Ja. Irgendwie muss die Miete wieder reinkommen, ne? Genau. Und klar, muss man sich als Hörer klar sein. Ich habe mal das, also von den Hörerzahlen habe ich mal das irgendwie so ganz grob überschlagen. Das ist halt diese alte Rechnung. Wenn jeder Hörer, jede Hörerin 1 Euro geben würde pro Folge oder auch pro dann Monat. Dann könnten wir das locker so machen. Also 50 Cent pro Folge, wenn wir zwei Folgen im Monat machen, 50 Cent pro Folge, jeder Hörerin, dann können wir locker das, ja, vielleicht nicht Vollzeit machen, aber das halt als eine Einnahmequelle sehen. Muss sich halt jeder Hörer, jede Hörerin klar sein. Und das ist halt, ich kenne das selber von anderen Podcasts, dann denkt man sich halt, ja, aber ich mache doch mit meinem Euro keinen Einschlag, weil man sich halt nur selber sieht. Von dem her sage ich, keine Ahnung, wenn es nur 25% sind und die geben über 5 Euro, passt das auch wieder. Ja. Ich habe auch irgendwie noch, noch einen interessanten Blickwinkel auf diese Thematik. Und zwar versuche ich eigentlich die Interviews, die ich diese 10 Stunden, die ich dann in 30 Minuten gieße, auch so ein bisschen in meinem Podcast wieder auszuspielen. Was zurzeit daran so ein bisschen scheitert, dass ich halbtags in Elternzeit bin und meine Zeit zum Geldverdienen schon so knapp ist, dass ich dann zum einen gar nicht die Zeit finde und zum anderen abends zu müde bin. Aber das ist auch echt gar nicht so einfach. Das ist letztlich so ein bisschen das Problem wie bei euch. Also wo kann man sich Zeit abzwacken? Ich finde das eigentlich auch irgendwie fair, diese Interviews, die gehören übrigens mir, also die gehören nicht dem DLF oder so, dann noch weiter auszuspielen. Aber
ich muss letztlich diese Rechercheinterviews, die ich mache, das sind halt keine Laber-Podcast-Gespräche mit einer schön geführten Gesprächsführung, sondern ich setze mich da mit irgendwelchen Forschern zusammen und oft ist es dann auch so ein bisschen, ich muss so ein bisschen auf den Punkt kommen und die irgendwo festnageln und manchmal sind es auch kritische Themen, wo man dann erst nett sein muss und irgendwie hinten raus dann noch ein paar fiese Fragen anbringen. Ja. Und das sind halt auch oft so Gespräche, die kann man, würde ich jetzt sagen, nicht so ohne weiteres einem Hörer zumuten. Also es ist schon viel Bearbeitungsaufwand und da scheitere ich gerade so ein bisschen dran. Ich versuche gerade eine Serie zu machen aus einem Feature, was letztes Jahr im DLF lief. Da habe ich jetzt eine Folge schon gesendet und der Rest liegt gerade noch brach, weil ich irgendwie mir so ein bisschen der Antrieb fehlt, da was Gutes draus zu machen ist, weil es dann letztlich halt kein einfaches Abspielen des Gesprächs ist, sondern letztlich wieder ein Editieranlauf wie für eine DLF-Sendung im kleineren Maßstab. Also ich finde das echt schwierig, ja, obwohl ich die Idee eigentlich gut und wichtig finde, dieses Material auszuspielen und nicht nur auf meiner Platte liegen zu lassen. Ja, und das ist ja ähnliche Synergieeffekte dann bei dir, Frank. Irgendwie, du schreibst ja dann einen Artikel und das sind ja auch häufig dann Weltraumthemen oder also mittlerweile weniger Weltraumthemen geworden. Zurzeit erstmal nicht, weil es ist in der Raumfahrt einfach erstaunlich wenig los zurzeit. Ja, ich hatte das Gefühl, das ist eine andere Sache. Ich habe wirklich das Gefühl, dass gerade nicht so wirklich was Großes passiert. Ich fühle das immer darauf zurück, dass ich halt nicht aufgepasst habe, aber wenn du das sagst, dann könnte es ja wirklich so sein, dass irgendwie gerade Flaute ist. Kann auch sein, dass an mir wieder einiges vorbeigegangen ist, aber so die ganz großen Dinge. Naja gut, SpaceX. Mein Tipp wäre, mehr China machen. Ja, ich glaube, haben wir jetzt auch drin mit dem Transport. Ja, aber lange Marschrakete hatten wir jetzt schon so oft besprochen und wir hatten die Details eigentlich schon durchgesprochen und ja, können wir ja, auch was, mal erwähnen, wir haben mittlerweile Neuhörerinnen. Ja. Ja. Ja, das ist halt das Problem. Indien kommt demnächst wieder. Ja. Die wollen die GSLV Mark III starten oder wie auch immer das Ding jetzt hieß. Es sind auch gerade keine so großen Sachen wie Rosetta oder New Horizons, da passiert ja in die Richtung auch gerade auch nichts. Das ist ja so mittlerweile auch fast alles durch. Jetzt bald ist halt hier Osiris Rex dran und Hayabusa 2, wann passiert da was wieder? Oder ist sie schon, nee, die fliegt ja keine Ahnung. In Russland, denen geht einfach das Geld aus. Ja. Darüber haben wir ja sicherlich schon geredet. Also wir nehmen das jetzt gerade vor dem eigentlichen Podcast. Ja, deswegen wissen wir nicht genau, was wir jetzt gesagt haben. Aber denke schon, also Russland geht das Geld aus. In den USA ist es gerade auch nicht so rosig mit der Zukunft der NASA. In Europa streiken gerade die Leute in Französisch-Guayana nach wie vor, obwohl es da langsam in Richtung Lösung geht. Wo wir schon drüber berichtet haben. Also das hatten wir irgendwie breit ausgetreten. Aber jetzt... Ja. Und plötzlich ist da nicht mehr viel übrig, ne? Ich weiß nicht, wie siehst du es, Karl? Wie geht's dir da irgendwie? Bist du da gerade drin oder hast du gerade andere Recherchethemen? Ich habe genug Recherchethemen. Ich meine, ich bin ja auch bei meinen geologischen Themen mit denen zusätzlich beschäftigt, aber ich habe neulich was gelesen zu den chinesischen Mondplänen. Ne? Die haben ja irgendwie drei Missionen gerade rumliegen, die sie starten können die nächsten 2-3 Jahre. Ich mache gerade was zu den Nachfolger zu den Nachfolger zu Yutu, den Jadehasen. Die Backup-Version vom Yutu, ne? Genau. Bloß der soll jetzt auf der Rückseite landen, deswegang wird der nach Chang'e 5 fliegen. Genau, also Chang'e 4 nach Chang'e 5. Und dann haben sie für Chang'e 5 irgendwie auch noch eine Backup-Mission, weil wenn Chang'e 5 gelingt, also diese Sample Return, was sie probieren, dann können sie das gleich nochmal machen. Ja, und warum auch nicht? Hat man früher immer so gemacht. Und dann gibt es den Google Lunar X Prize nach wie vor, ne? Also da werden sich ja auch 2-3 Teams starten. Das wird am Ende des Jahres. Das kommen. Ist dann hier Ende des Jahres wieder, sind sie alle wieder im Startfieber. Das ist wie im Büro, wo man noch am Ende des Jahres das Budget verfeuern muss. So müssen die ihre Raketen noch verfeuern, bevor das neue Budget für 2018 gemacht wird. Ja, die Part-Time Scientists aus Berlin sind ja
ausgestiegen, genau, ne, weil sie gesagt haben, sie starten eh nächstes Jahr erst. Mhm. Da ist genau die Sache, wo du vorhin sagst, die Interviews gehören dir, das meinte Frank irgendwie, ich glaube im letzten Podcast. Mhm. Dadurch, dass sie jetzt in dem Google Lunar X Prize nicht mehr drin sind, gehören alle Bildrechte und Videorechte vom Mond jetzt den Part-Time-Scientists selber. Die hätten sie sonst abtreten müssen an Google. Ja, total gut. Ja. Jo. Ja, und da wird er auch. Genau, und dann ist ja noch Cassini dieses Jahr, ne? Das ist sicher auch nochmal was Größeres, ja, wenn die jetzt da unterhalb der Ringebene rumgurken und so. Ja. Was noch kommen wird, ist dann die Electron-Rakete und hier die Vektor-Rakete, irgendwie der erste. Eigentlich wollten die schon lange gestartet sein, aber irgendwie, die hatten ein Problem mit dem Wetter, angeblich. Ja. Und ja, also es kommen so noch ein paar. Ja, nee, also ich glaube, die Raumfahrtthemen werden nicht ausgehen, das ist halt nur gerade ein bisschen saure Gurkenzeit. Genau. Ja. Aber jetzt reißen wir gut an der halben Stunde und wir hatten versprochen, dass wir nicht länger als eine halbe Stunde sind, damit der Karl jetzt auch hier nicht zu lange aufgehalten wird. Jedenfalls. Noch ganz kurz zum Schluss. Hast du noch irgendwie so ein Projekt, was du jetzt irgendwie ankündigen willst, was jetzt dein nächster großer Wurf wird? Schön wär's. Also ich habe viele Ideen, aber ich habe auch meine zwei Podcasts. Ich mache ja noch so einen Podcast zu Flüchtlingsthemen, der so ein paar Sendungen erst produziert hat mit zwei Kolleginnen zusammen. Und ich bin überall eher hinterher gerade. Aber ich meine, das ist ja auch das Schöne bei diesen Freizeitprojekten. Die gehen halt weiter, wenn sie weitergehen. Und im Radio kann man mich eh hören. Arbeitest du gerade an einem Feature wieder? Ich arbeite gerade an, an einem Feature zu Cassini zu arbeiten. Hm. Das wird dann im Herbst irgendwann gesendet wird. Pünktlich fertig, wenn dann Cassini sich in den Saturn, in den Jupiter stürzt. In den Saturn stürzt. Saturn. Genau. In den Saturn. Ja, erster Gedanke richtig. Jupiter wäre überraschend. Aber man weiß nie, man weiß nie. Man weiß es nie in der Raumfahrt, ja. Ist alles möglich. Ja, dann bedanken wir uns jedenfalls für deine Einsichten in die Radiowelt, in die echte Radiowelt. Und würde sagen, wir beenden damit diesen Podcast. Ja. Also dann, habt noch einen schönen Abend, morgen, Mittag, Weg zur Arbeit, keine Ahnung, unter der Dusche. Und wir hören uns bald wieder. Ciao. Ciao. Tschüss.